Ah, verdammt, ich habe mich verklickt. Hallo, ihr Verrückten. War jetzt natürlich ein blöder Übergang, aber egal. Oh, da sind wir. Ein bisschen zu früh, aber ich habe gerade mein Stream Deck versucht anzurichten, habe mich verklickt und da ist das Lied nochmal neu angegangen. Hören wir jetzt trotzdem. Hallo, Leni Luna. Hallo, Keks Teddy. Hallo, Green Mausi. Muni ist da, Niki ist da, Mavudo, die Bombe, Sabinchen, Muckelmaus. So nenne ich Liv übrigens immer. Generalien, Flederviech. Wen haben wir noch? Leere zockt. Jules, Roger. Zombie-Loverin hatten wir schon. Oma. Schön, dass ihr alle da seid. Heute wird's lustig. Und ich hoffe, ihr habt auch so kleine Anekdoten dazu zu erzählen. Und schauen wir mal. Kitsuna ist da. Schön, dich auch mal wieder da zu sehen. Wilde Katze, creepy. So, okay. Luft holen. Ich bin immer super aufgeregt. Chris White Dragon, Jesse Kafka. Okay, ich denke, wir sind jetzt vollzählig. Soll ich mal ein bisschen was Entspannteres anmachen als diese epische Musik? Minuten können wir Psycho-Geige laufen lassen. Okay, so. Dann beginnen wir jetzt mal. Ich muss erstmal klarkommen. Für alle, die es nicht wissen, das Almtagebuch ist eigentlich aus der Situation heraus entstanden, dass Arche und ich nach Bayern gezogen sind, in eine sehr düstere Anderswelt. Und dort war ich sehr einsam und es sind sehr komische Dinge passiert. Und damals habe ich noch keine Insta-Stories gemacht, also habe ich gesagt, dann machen wir halt so einen Stream, in dem ich ein bisschen reden kann und soziale Kontakte habe. Und dann habe ich eure Einsendung vorgelesen und dann sind die Wintertales ins Leben gerufen worden. Manchmal stelle ich euch Märchen vor zu irgendeinem Thema oder aus irgendeinem Land oder von irgendeinem Autor. Ja, und ab und zu suche ich dann halt auch noch andere Formen der Texte, also andere Texte raus. Mal habe ich Reiseliteratur oder richtig alten Kram, der sonst irgendwie verloren geht, über den keiner mehr spricht. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es davon sehr viel gibt. Und so ist es einem Tagebuch entstanden. Das heißt, es ist ein bisschen lockerer. Und für die, die jetzt zum Beispiel nur wegen dem Text hier sind, die müssen jetzt wahrscheinlich, wenn es dann irgendwann mal hochgeladen wird, ein Reupload ist, müssen die durchskippen, bis es beginnt. Und ansonsten kommen jetzt erstmal ein bisschen bla bla, würde ich sagen. Ich gucke gerade, was der Chat schreibt. Der Chat begrüßt sich noch. Das ist schön. So. Ja, bevor wir heute loslegen, eine kleine Erinnerung. Nächste Woche Sonntag gibt es wieder Winter Tales. Das heißt, ich lese eure Geschichten vor und wir haben diesmal wieder ein Thema und nämlich und zwar das Thema Rattenkönig. Und ich habe überlegt, ob ich jetzt nochmal schnell ein Bild einblende zum Thema Rattenkönig, aber ich glaube, dass ich tote Tiere von Herr Twitch Seite aus nicht so unbedingt zeigen darf. Und es gibt kein Foto, auf denen die lebendig sind. Es ist halt nur tot. Das Phänomen der Rattenkönig ist überwiegend in Deutschland aufgezeichnet oder bemerkt worden. So war ein Omen für eine ganz schlimme Sache, zum Beispiel wenn die Pest ausgebrochen ist, vermehrt irgendwie der Rattenkönig bemerkt worden. Der Rattenkönig ist tatsächlich eine Anhäufung von ganz vielen Ratten, die an den Schwänzen zusammengeklebt sind, weil sie es zu viele gibt, weil sie auf engstem Raum lebten, weil ihre Schwänze klebrig waren durch Harz oder. Man kann es sich nicht ganz erklären, aber das sind halt die geläufigsten Erklärungen. Und ich habe gesagt, schreibt eine dreiseitige Kurzgeschichte, egal aus welchem Genre, Horror, Science Fiction, Komödie, Satire, zum Thema Rattenkönig. Das Einzige, was ihr beachten müsst, ist, dass die Thematik darin vorkommt. Also es kann jetzt, müssen keine Ratten sein. Es kann auch The Human Centipede sein. Menschen, die aneinander kleben oder Spinnen, die aneinander kleben. Ups, das war ich mit meiner Uhr. Okay, jetzt mache ich es jetzt mal. So, sorry. Das ist, ja, Kitsuna sagt es gerade, Schriftgröße 12, Times New Roman, Zeilenabstand, einfache Seitenanzahl, ja,
Also einfach Seitenanzahl, maximal 3 Seiten. Ein Sendeschluss ist der Mittwoch, der jetzt kommt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr was dazu schreibt. Das haben wir im letzten Jahr mal ganz oft gemacht, dass ich einen Anfang der Geschichte vorgegeben habe oder ich habe ein Thema vorgegeben. Und das war dann einfach witzig, wie viele verschiedene Ideen zustande kommen aus einem Thema. Und angefangen hatte es damals durch die Blätteraktion, als ein Mensch sich mit Stephen King verglich auf einem Flohmarkt und sagte, sein Buch hieße Blätter. Und ich habe mich gefragt, was könnte dort passieren? Und es ging irgendwie darum, dass Bäume Blätter verlieren und die töten Menschen oder so. Und da habe ich gesagt, schreib bitte was dazu. Und seitdem gibt es halt die Winter Tales. Und ja, nun das Thema Rattenkönig. Ich habe das in einem Hörbuch gehört und das war so seltsam. Ich habe davon noch nie was mitbekommen. Vielleicht als Kind in irgendeinem Buch mal eine Zeichnung dazu gesehen, aber ja. Steffen König hieß der Mann, ja genau. Ja, wollte jetzt keine Panik verbreiten. Ich bin nur hier, ich habe meine Uhr geladen und deswegen bin ich dann ans Ladekabel gekommen. So, okay, also wie gesagt, Abgabetermin ist am Mittwoch. Ihr könnt es per E-Mail schicken an stream@katiwinter.de oder ihr kommt auf unseren Discord-Server, der übrigens unten auch nochmal verlinkt ist. Ja, da könnt ihr dann also quasi auf Discord kommen und da haben wir einen richtigen Raum, wo alles nochmal drin steht. Und wir haben Moderatoren, zum Beispiel der Archivar oder Moon Raccoon, die sich darum kümmern und die das dann halt auch weitergeben, weil wir wirklich mittlerweile tolles Team haben. Die Community ist so klasse. Es gibt Leute, die es lektorieren und die arbeiten das dann quasi nochmal so ein bisschen auf, dass man es flüssig lesen kann. Und dann nächste Woche Sonntag stelle ich euch das vor. Ich bin gespannt, wie ich das mit den Bildern umsetze. Ich weiß nicht, ob ich Bilder vom Rattenkönig mit reinbringe. Es gibt ja auch Leute, die Ratten eklig finden. Okay. Danke, Archie. Selbst sagt Stephen King bekommt momentan eher schlechte Rezension, was schade ist. Also ich höre gerade das Institut von ihm. Ist das neu oder mittelneu? Ich weiß es nicht, ich habe mittlerweile gar keinen Überblick mehr. Ich habe jahrelang gar nicht mehr auf Audible konsumieren können. Aber jetzt bin ich wieder back, weil ich ja jetzt jeden Tag mit dem Kinderwagen fahre und da muss man ja irgendwie das ausnutzen. Auf jeden Fall, das Institut von Stephen King ist super interessant. Aber ich glaube, ich habe noch nie was gehört, was ich doof von ihm fand. Ja, neu. Okay. Also das ist gut, meiner Meinung nach. Ich finde es wirklich gut. Ich finde es sehr interessant. Okay, gut. Ich darf nicht mehr so oft okay sagen, sonst gibt es ein Trinkspiel da raus. Das ist die eine Sache und die andere Sache, da habe ich wahrscheinlich schon wieder vergessen, was ich euch sagen wollte. Aber nur damit ihr Bescheid wisst, bis Mittwoch könnt ihr noch was schreiben. Ich würde mich freuen. Es gibt keinen Preis, keine Auszeichnung. Wie Mavudu eins sagte, es gibt nur Verlierer in der Sache. Und das sind wir alle. Nein, aber es ist super lustig. Am Mittwoch streamt Archi übrigens auf meiner Seite hier. Er spielt dann wieder ein Spiel und ihr könnt ihn erschrecken. Und am Freitag bin ich da und diesmal machen wir keine Buchvorstellung, sondern ich weiß nicht, ob ich was Valentinstagsmäßiges mache oder ob ich ein anderes Thema nehme. So, heute haben wir das Thema die Psychologie der Erbtante. Und das ist ein Text, ein sehr satirischer und, wie ich finde, sehr makaberer Text von Erich Mühsam. Und ich werde euch mal ganz kurz ein Bild von ihm einblenden. Ich mache heute keinen Vortrag über ihn, es ist ein sehr interessanter Mann gewesen. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe den Wikipedia-Artikel gelesen und kann euch so bruchstückhaft wiedergeben, wer der Mann war. Aber das wird natürlich nicht dem gerecht, was er geleistet hat. Also er war absoluter Anarchist, er war in mehreren Zeitschriften aktiv. Er ist am 6. April 1878 in Berlin geboren
und am 10. Juli 1934 im KZ Oranienburg ermordet wurden. Er war Jude, seine Eltern waren Juden, auch trotzdem, dass er natürlich dem Judentum den Rücken gekehrt hat, bleibt er natürlich Jude. Das ist so, wenn die Mutter Jüdin ist, dann ist man automatisch Jude. Jedenfalls so. Und er hat ganz viel politische Aktivitäten betrieben, wodurch er natürlich zu einem Staatsfeind wurde. Mal davon abgesehen, was seine Herkunft war. Und ihr wisst, das war eine ganz schreckliche, schlimme Zeit, in der sehr viele Menschen ermordet wurden, sehr, sehr, sehr viele. Und unter anderem er. Er hat einen Stolperstein bekommen, so wie jeder Jude, wie ich der Meinung bin. Er hat eine Gedenkstätte bekommen, es gibt einen Preis, der nach ihm benannt wurde, eine Stiftung, und seine Werke leben heute noch weiter, auch wenn ich der Meinung bin, ich als Germanistin noch nie was von ihm gehört zu haben und noch nicht den Eindruck habe, dass seine Texte heute noch sehr oft rezitiert werden oder behandelt werden. Was schade ist, denn das, was ich von ihm heute gelesen habe oder euch heute lesen werde, ist ziemlich lustig und ich kann mir vorstellen, dass die anderen Texte ähnlich gut sind. So, nur dass ihr ein Bild habt. Ich hoffe, ich habe keinen jetzt verärgert, weil ich das so oberflächlich wiedergegeben habe. Okay, dieses Werk von ihm nennt er selbst eine Tantologie, also die Lehre der Tanten. Und es geht natürlich darum, wenn man eine entfernte Tante hat, wie man an das Erbe rankommt und wie man eben beispielsweise nicht rankommt. Das ist alphabetisch sortiert wie ein Lexikon und es ist super lustig. Wir werden auch gleich anfangen, ich werde auch gleich lustige Musik machen. Aber vorher will ich euch noch eine Geschichte erzählen, denn ich hätte bis vor einigen Jahren nicht gedacht, dass das tatsächlich noch ein Thema ist, dass man versucht, an das Erbe ranzukommen und entfernte Tanten hat. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ihr könnt mir das ja gerne mal kurz reinschreiben, ob ihr in der Familie irgendwie so eine ähnliche Situation habt. Aber, oh, es ist noch einer Freundin auch sowas passiert, aber das war ein bisschen seltsam. Auf jeden Fall habe ich mal eine Familie kennengelernt in meinem Bekanntenkreis, die tatsächlich eine Tante haben. Also die Eltern, die schon sehr alt sind, da hat der Vater eine Mutter gehabt und die Mutter hatte eine Schwester und die Schwester lebt noch. Und die saß auf einem fetten Erbe und war deswegen in einer Seniorenresidenz, die jeden Monat 2000 Euro gekostet hat. Ich weiß nicht, wie die aktuellen Preise sind, ob das viel oder wenig ist, aber für jemanden, der nicht so viel Rente bekommt, sind natürlich 2000 Euro sehr viel. Und ich glaube, dann kommt zusätzlich noch die medizinische Versorgung dazu. Auf jeden Fall hat diese Familie immer gehofft, das ist wirklich makaber, dass diese Tante irgendwann verstirbt. Sie wurde aber sehr alt und ich glaube, dass sie immer noch lebt. Und ihr ganzes Vermögen wurde natürlich aufgefressen durch diese 2000 Euro jeden Monat, die an das Heim ging, bis sie irgendwann kein Geld mehr hatte. Nun war das aber so, dass die Familie mehrere Grundstücke hatte. Unter anderem große, große Ländereien der Tante, die die Familie ihren Kindern versprochen hatte. Wenn du mal groß bist, dann wirst du all das, was das Licht berührt, erben. So in etwa. Und die Kinder haben gesagt, okay, die sind mittlerweile auch erwachsen. Die haben gesagt, ja, dann baue ich da mal alles drauf. Fette Hütte, noch eine fettere Hütte, noch eine riesen fette Garage, alles. Es muss alles drauf. Und nun ist es so, dass das Geld der Tante nicht mehr da ist, aber sie noch lebt und in diesem Heim ist. Und sie würde jetzt sehr gern ihre Ländereien verkaufen, weil sie das nämlich einfach nur, weiß nicht, wie das Wort heißt, aber sozusagen überschrieben hat an die Familie, aber das ist halt 20 Jahre lang so lose, so lange bis 20 Jahre um sind und wenn sie vorher stirbt, gehört es denen. Verpachtet. Ich weiß nicht, ob es verpachtet ist. Ob das Wort ist, das ich suche. Aber ihr wisst, was ich meine. Das heißt, 20 Jahre lang gehört der Familie das und wenn die in den 20 Jahren stirbt, dann ist es safe und wenn danach, dann ist es auch safe. Aber wenn die Tante in den nächsten 20 Jahren Geld braucht, dann gehört ihr das Land wieder, weil die Insolvenz
Typen sich dann quasi das Land krallen und das verkaufen, damit sie in dieser Residenz bleiben darf. Geliehen, naja, nicht ganz. Auf jeden Fall ist die Familie nun, die Eltern wollten also, dass die Kinder diese Ländereien behalten. Die Kinder, ich weiß nicht, ob die das wissen oder ob sie die Augen verschließen, die Eltern zahlen nun jeden Monat die 2000 Euro an das Heim und sind, naja, ich sag mal, finanziell nicht mehr so stabil aufgestellt. Einfach nur, damit die Kinder die Ländereien haben können, obwohl es auf der anderen Straßenseite ist. Und die sowieso von der Familie jeden Tag Besuch kriegen und da essen und die die Wäsche wäscht und alles. Naja, aber es geht ums Haben, nicht ums Brauchen. Klingt wie ein Märchen, ist aber tatsächlich Realität. Und so hockt die ganze Familie dort und wartet, dass die Tante stirbt, damit sie diese 2000 Euro jeden Monat nicht mehr zahlen müssen. Das fand ich ziemlich makaber und ziemlich hart. Aber so hat jede Familie sein düsteres Geheimnis. Ich weiß nicht, ob ihr solche Familienverstrickereien habt. Oder ob es auch bei euch noch was zu erben gibt. Bei mir jedenfalls nicht. Ich bin deswegen nicht traurig. Und ich möchte gerne, dass natürlich alle aus der Familie ganz lange leben. Aber ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt, irgendwann mal ein fettes Erbe zu bekommen. Und ich glaube, die wenigsten von uns werden das bekommen. Vor allem, wenn man so betrachtet, unsere Eltern sind eine Generation, die jetzt das Internet entdecken und die Reisefreiheit und einfach die Welt sehen wollen. Da wird nichts mehr übrig bleiben. Hätte der Anfang einer Crime-Time-Mod-Story sein können? Hätte! Vielleicht entwickelt es sich noch zu einer Crime-Time-Mod-Story. Aber im Moment sieht es nicht danach aus. Oma sagt, ich bekomme zwei Häuser. Das ist doch mal was Gutes. Also, natürlich dann traurig, wenn du sie bekommst, aber es ist was Gutes. Meine Eltern haben auch ein Haus, aber ich habe noch eine Schwester. Und dann haben meine Eltern gesagt, ich wäre an dem Haus interessiert. Es ist aber so ganz, ganz kleines. Aber ich habe gesagt, irgendwann überschreibt mir das. Und dann werde ich euch pflegen, wenn ihr alt seid. Dann müsst ihr nicht ins Heim. Das ist mein Wunsch, dass meine Eltern niemals ins Heim kommen. Das ist also außer so eine Residenz, aber so an sich ein Heim. Die sind völlig überfordert, das Personal. Und ich möchte nicht, dass meine Eltern da so vor sich hin vegetieren, sondern in einer gewohnten Umgebung alt werden können. Und ich habe ja auch immer gesagt, wenn die alt sind, ich ziehe zu denen hin, kümmere mich um die. Und danach werde ich das Haus haben. Und meine Schwester meinte immer, ja, sie hat keinen Bock auf das Haus, sie hat keinen Bock auf Familie. Pff. Und dann haben meine Eltern gesagt, nö, wir werden ins Testament setzen, dass das Haus verkauft wird. Keiner von euch kriegt das Haus. Weil ich natürlich eine starke Heimatbindung habe. Nicht wollte, dass das Haus in fremde Hände kommt. Aber ich drohe meinen Eltern ständig mit dem Heim, sag mal Blue. Ich kenne aber auch eine Familie, da hat eine von den Töchtern, drei Töchter und ein Sohn, hat eine Tochter gesagt, sie möchte gern ihr Erbe zu Lebzeiten ausgezahlt bekommen, weil sie ein fettes Haus bauen wollte und sie brauchte das Geld. Und dann hat die zweite Tochter gesagt, ja okay, ich will auch mein Erbe ausgezahlt bekommen. Und die Mutter, die war sehr arm und die hatte nichts. Sie hat nur ein sehr großes Haus gehabt, das sie noch mit ihrem Mann früher mit ihren eigenen Händen gebaut hat. Und dann hat die dritte Tochter gesagt, okay, ich werde das Haus kaufen und einen Kredit aufnehmen und die Schwestern auszahlen, dann mache ich das ganz schön, dann kann meine Mutter da auch wohnen und alt werden. Es war ein riesiges Familiendrama. Es waren Freunde von mir, denen das passiert ist. Und ja, das fand ich aber ziemlich, ziemlich geschmacklos, seine Eltern zu Lebzeiten anzupumpen fürs Erbe. Missy Millie sagt, ich bin die Erbtante, muss ich mir jetzt Gedanken machen? Schauen wir mal. Ich habe ja heute, wie gesagt, die Tantologie da. Und es ist als ein Beitrag zur Lösung der Unsterblichkeitsfrage zu sehen, sozusagen. Ich hoffe, die Musik wird jetzt nicht zu laut sein.
Wir gucken mal. Wollte ein bisschen lustige Musik. Da brauche ich euer Feedback und dann können wir nämlich anfangen. Geht das musiktechnisch? Sabinchen sagt, ich habe meinen Eltern gesagt, dass die ihr Erbe zu ihren Lebzeiten verbraten sollen. Ja, im Grunde, heute bedeutet das Erbe nicht mehr das gleiche wie damals. Damals, als man halt wirklich noch Haus und Hof weitergegeben hat, als man die Familie versucht hat, den Stammbaum irgendwie, die Linie aufrechtzuerhalten, den Namen aufrechtzuerhalten, dass die Kinder auch versorgt sind und vielleicht auch die Eltern dann später versorgen. Das ist ja heute nicht mehr. Heute glaube ich auch nicht, also schon unsere Oma-Generation, dass die noch viel sparen, aber ich glaube zum Beispiel meine Eltern und meine Elterngeneration, die Elterngeneration spart schon nicht mehr. Niki sagt, man kann auch schlechtes erben, Schulden zum Beispiel. Ja. Das ist das Nächste. So. Also wenn die Musik so geht, dann würde ich jetzt anfangen mit Lesen. Und ich weiß nicht, wie lange wir lesen. Vielleicht schaffen wir, das ganze Lexikon durchzulesen. Okay, ein bisschen leiser. Ja, darauf habe ich gewartet und das habe ich mir schon gedacht. So. Sarah sagt, also ich lege schon was als Erbe für meinen Sohn an, aber sonst möchten wir auch was davon haben, was wir erarbeitet haben. Das ist eine gute Möglichkeit. Also was ich zum Beispiel schön finde, ist, wenn man nicht etwas unbedingt Geld hinterlässt, sondern zum Beispiel ein Geschäft. Ja, dass das Kind nicht mit Geld verwöhnt wird, sondern mit einer Sicherheit. Eine Sicherheit bekommt ein Geschäft, ein Stück Land. Das ist schön. Ist die Musik zu laut? Das ist halt so eine Sache. Ich höre das selbst nicht so und ich kann das nicht so einschätzen. Okay, Musik geht. Gut, dann beginnen wir jetzt. Die Psychologie der Erbtante als Beitrag zur Lösung der Unsterblichkeitsfrage. Das Vorwort werde ich überspringen. Wir fangen gleich an mit dem Buchstaben A. Tante Amalia. Sie war im Grunde ihres Herzens eine gute Frau. Außerdem hatte sie viel. Manche sagten sehr viel Geld und war mindestens 25 Jahre älter, als sie jedem erzählte, der es wissen wollte. Konnte es da Wunder nehmen, dass Tante Amalia von ihren Neffen, deren hatte sie drei, Hans, Ferdinand und Eberhard, und von ihren Nichten, vier an der Zahl, Charlotte, Annie, Else und Paula, vergöttert wurde? Zu ihrem Vermögen war Tante Amalia. Zu ihrem Vermögen war Tante Amalia erst gekommen, als sie schon längst Witwe war. Ihr Mann, Onkel Theodor, war ein braver Kirschner gewesen, der dadurch, dass er im Sommer Pelze wusch und gegen entsprechende Bezahlung in Verwahrung nahm und im Winter die elegante Welt mit neuen Wärmehüllen versah, sich und die trotz aller Bemühungen kinderlose Tante Amalia recht und schlecht ernährte. Zum letzten Weihnachten, das er erlebte, hatte er seiner teuren Ehehälfte ein Los einer Pferdelotterie geschenkt. Und nachdem dies mit dem ersten Gewinn gezogen war und er noch die Freude gehabt hatte, den Verkauf des so in ihren Besitz geratenen Viergespanns für 3000 Mark zu vermitteln, war er gestorben. Tante Amalia aber nahm von dem Geld so viel ab, wie sie zu seinem Begräbnis und zum Ankauf eines Viertelloses der Sächsischen Staatslotterie brauchte. Ich glaube, das ist zu laut. Das Problem mit hohen Tönen. Auch wenn man die gleiche Lautstärke hat, sind die lauter. So. Und legte das Übrige auf Zinsen in die Bank der Firma Truggold & Co. eingetragene GmbH. Das sächsische Los kam wieder heraus und Tante Amalia kaufte sich ein neues. Dieses Mal ein halbes Los in der thüringischen Lotterie. Auch das ward gezogen und so ging es weiter.
Sie spielte schließlich 26 ganze Staatslose der Lotterien deutscher Vaterländer. Und ihr unerhörtes Glück setzte sie schon bald in den Stand, sich zur Ruhe zu setzen. Von den Zinsen ihres gewonnenen Vermögens, die ihr die Firma Truggeld und Co. eingetragene GmbH monatlich auszahlte, zu leben. Und von der Eigenschaft einer gewöhnlichen Tante, in die einer Erbtante ihrer 3 Neffen und 4 Nichten aufzurücken. Diese 7 Erben hatten inzwischen eine Versicherung auf Gegenseitigkeit geschlossen, indem sie sich untereinander verlobten. Hans verlobte sich mit Paula, Ferdinand mit Anni und Eberhard mit Else. Die älteste Nichte, Charlotte, aber blieb unverlobt. Sie sollte ihren Anteil an Tante Amalias Erbschaft für sich allein haben, um selbst eine glückliche Erbtante ihrer Neffen und Nichten zu werden. Eines Abends saßen die 7 Erbschaftsaktionäre beisammen und Charlotte las aus der Zeitung vor, unter Lokales. Plötzlich schrie sie auf. Da stand etwas Furchtbares. Der Inhaber des Bankhauses Truggeld und Co. eingetragene GmbH, Moses Truggeld, war unter Hinterlassung eines Defizits von 6 Millionen Mark und unter Mitnahme einer jungen Zirkusdame ausgerückt. Die Kompanie hatte den Konkurs angemeldet. Die 7 Erben stürzten entsetzt zu Tante Amalia, damit diese noch retten sollte, was zu retten war. Sie kam zu spät. Tante Amalia war keine Erbtante mehr. Sie saß auf einem Stuhle, den Oberkörper vorgeneigt, und auf ihrem Schoß lag das Zeitungsblatt mit der traurigen Botschaft vom Zusammenbruch der Firma Truggeld und Co. eingetragene GmbH. Als aber die Neffen und Nichten sie mit Fragen bestürmten, erhielten sie keine Antwort. Tante Amalia war tot. Der Schlag hatte sie gerührt. Die Versicherung der 7 auf Gegenseitigkeit löste sich auf. Charlotte aber gab die Hoffnung auf, durch Erbschaft selbst zur Erbtante zu werden. Sie verlegte sich daher, wie einstens die Verewigte, aufs Lotteriespielen. Tante Bärtchen. Jeden Nachmittag um 3 Uhr nahm Tante Bärtchen die grüne Gießkanne vom Nagel, hing sich ihren roten türkischen Schal über und ging auf den Kirchhof, den sie seit nunmehr 23 Jahren der Bequemlichkeit halber gegenüber wohnte. Dort bog sie in die 5. Gräberreihe ein und setzte sich auf die Bank, die beim 16. Hügel stand, unter dem sie seit 24 Jahren, ihr Gatte, der pensionierte Steuererheber Biefke, ruhte. Nachdem Tante Bärtchen sich ein Tränlein aus der gelben Runzel gewischt hatte, die ihr von der Grube, welche einst Augenbraue hieß, bis zum Mundwinkel führte, entnahm sie der rechten Tasche ihres grauschwarzen Kleiderrocks einen Strickstrumpf, der linken eine Tüte mit Schokoladenplätzchen, spannte bei Regenwetter den violett punktierten Regenschirm auf, den sie hierzu täglich auf der Bank liegen ließ, und begann zu stricken, zu lutschen und zu denken. Ja, Tante Bärtchen dachte viel und tief und hörte nicht auf zu denken, bis ihr die Augen zufielen und bis dann um 6:06 Uhr der alte Kirchhofsaufseher kam und sie weckte. Worüber aber Tante Bärtchen so tief und viel nachdachte, das war wichtig genug. Sie hatte nämlich im Laufe ihrer Witwenjahre ein Kapital von beinahe 30.000 Mark gespart und hatte bis jetzt noch immer kein Testament gemacht. Obgleich sie schon ganz genau wusste, was mit dem Gelde geschehen sollte. 20.000 Mark sollte ihr einziger naher Anverwandter, ihr Neffe Emil, bekommen, dem, wenn sie testamentlos sterben würde, der ganze Nachlass zufiele. Aber das Übrige sollte eine Biefke-Stiftung werden, aus der alle Steuern gezahlt werden sollten, die die Kundschaft des verewigten Steuererhebers Biefke alljährlich zu entrichten hatte. Zwar lebten ja noch wenige von denen, die der Selige dereinst regelmäßig erleichterte, aber einer war darunter, der hatte ein so großes Einkommen, dass er jedes Jahr allein mehr als die 350 Mark an die Staatskasse abführte, die ihr Stiftungskapital Zinsen tragen würde. Wenn der tot wäre, dann würde es reichen, und Tante Bärtchen beschloss daher, kein Testament zu machen, ehe nicht der Fabrikbesitzer Lehmeier seine Augen zugemacht hätte. Da jedoch Herr Lehmeier erst 65 Jahre zählte und kräftig und rüstig war, während Tante Bärtchen selber 79 Jahre zählte und vor Altersschwäche schon bedenklich mit den Kinnbacken wackelte, so sagten die Leute, die von ihrem Warten auf Herrn Lehmeiers Tod wussten,
sie sei wunderlich. Ihr Neffe Emi aber schrieb in sein Tagebuch: Ich habe jetzt als Kommis bei Eduard Bindemann ein Einkommen von 3000 Mark jährlich. Die brauche ich zum Leben. Wenn Tante Bärtchen, wie sie beabsichtigt, mich in ihrem Testament mit 2000 Mark bedenkt, so werfen diese 700 Mark Zinsen außerdem ab. Dann könnte ich ein klein bisschen besser leben. Stirbt sie aber ohne ein Testament gehabt zu haben und ich erhalte die ganzen 30.000 Mark, so macht mich mein Chef zu seinem Kompagnon und ich bekomme die Hälfte des Geschäftseinkommens. Damit kann ich heiraten. So rechnete Emil. Und da er gern heiraten wollte, so lag ihm sehr daran zu verhüten, dass Tante Bärtchen nicht etwa doch noch ein Testament machte. Er kannte aber ihre Gewohnheiten. Und auf diese Kenntnis baute er einen bösartigen Plan auf, zu dessen Ausführung er in einen regnerischen Herbsttag schritt. Am frühen Morgen begab er sich an das Grab von Onkel Biefke, ergriff Tante Bärtchens violett punktierten Regenschirm, der wie immer an der Bank lehnte, und schlich mit dieser Beute davon. Mittags setzte ein feiner Dauerregen ein und als Tante Bärtchen am Nachmittag kam, wischte sie sich das obligate Tränenlein aus der gelben Runzel, nahm der rechten Tasche ihres Rockes den Strickstrumpf, der linken die Schokoladenplätzchen und wollte dann ihren Schirm aufspannen. Da sie nicht fand, fiel sie vor Schreck um. Als man sie nach Haus gebracht hatte und zur linken ihres Bettes der Pastor mit einem Gebetbuch, zur rechten der Notar mit einem Protokoll saß, die sie schleunigst hatte rufen lassen, da dachte sie nur noch an ihr Testament. Aber sie hatte bei dem Schrecken über den gestohlenen Regenschirm einen Teil ihres Verstandes verloren. Und als der Notar sie fragte, wer nun Erbschaft antreten sollte, dachte sie nur daran, dass Emil nicht alles haben sollte. Und hauchte nur: Emil nicht! Mehr bekam sie trotz aller Mühe nicht heraus. Der Notar schrieb daher, dass Tante Bärtchen ihren Neffen Emil enterbe und da er nicht von ihr erfahren konnte, wer an seine Stelle treten sollte und auch ihre Kräfte immer mehr abnahmen, ließ er sie darunter ihren Namen setzen, was ihr mit Hilfe des Pastors noch Gnade gelang. Sie starb. Angesichts der Enterbung ihres einzigen Verwandten kam Vater Staat und strich wohlgefällig schmunzelnd die 30.000 Mark ein. Der böse Emil aber hatte das Nachsehen und den Regenschirm. Tante Christine. Ich musste schon glauben, diesmal. Mein Freund Ernst Frohgesinn war mir unter Tränen um den Hals gefallen, um es mir zu erzählen, und ich freute mich, dass es ihm glauben durfte. Er war ein lieber Kerl, dem man ein bisschen Glück schon gönnen konnte. Und Tante Christine war ein braves, gutes, altes Fräuleinchen, das ich, wenn überhaupt schon einer, ihr zuallererst zutrauen konnte, meine Skepsis den Erbtanten gegenüber zu erschüttern. Also, es war kein Zweifel mehr. Tante Christine hatte Ernst Frohgesinnt, ihren einzigen Neffen und nächsten Verwandten, zum Universalerben ihres ganzen Vermögens von 45.000 Mark eingesetzt. Ja, sie war so gütig gewesen, um von der Vorfreude schon zu Lebzeiten etwas mit anzusehen, ihn ihr Testament lesen zu lassen. Ernst war glückselig. Wir gingen den Abend zusammen in den Kaiserkeller und tranken ein Glas Wein nach dem anderen und auf das sanfte Ende Tante Christinens. Und Ernst baute goldene Luftschlösser. Zunächst wollte er heiraten, sein kleines Lieschen, mit dem er schon 3 Jahre verlobt war. Dann wollte er seine Gedichte drucken lassen und dann eine Erholungsreise nach dem Süden machen, um seine kranken Lungen zu stärken. Wie er glühte vor Freude und wie die roten Flecken auf seinen Wangen sich übers ganze Gesicht ergossen, sodass er aussah, als ob der Wein sie einem ganzen Gesunden aufgemalt hätte. Am nächsten Tage besuchte ich Tante Christine. Ich hielt es für ratsam, als Freund ihres Neffen mich ab und zu bei ihr sehen zu lassen, und jetzt, wo ich von ihrem hochherzigen Testament wusste, drängte es mich ganz besonders, zu ihr zu gehen. Ich hätte die alte Dame wirklich gern. Von allen Tanten, welche ich in meinem Leben kennenzulernen Gelegenheit hatte, war sie eine der sympathischsten. Sie hatte ein rundes, freundliches Gesicht und kluge, gute Augen,
die freudig aufleuchteten, wenn sie von ihrem Neffen Ernst Vogesen sprach. Auch ich nannte sie Tantchen, die kleine, bewegliche Person, die man gern haben musste, wenn man sie einmal kennengelernt hatte. Sie trug ein schwarzseidenes Kleid mit wertvollen Tüllspitzen und darüber eine elegante schwarze Schürze, aus deren Taschen ein klirrender Schlüsselbund heraushing. Das graue Haar krönte ein blitzsauberes Häubchen und die goldenen, lang herabhängenden Ohrringe vervollständigten das Bild eines der Lebendtantchen, welche den jungen Mädchen in den biederdeutschen Roman mit erfreulichen Ausgange zum Schluss zu dem einzig geliebten, aber mit aller Tücke malischer Fantasie von 100 Intrigen festgehaltenen Mann verhelfen. Uff, dieser Satzbau, sorry. Sie begrüßte mich lebhaft und herzlich, setzte mir auch ein Glas Wein vor und eine Zigarre. Sie war auf jeden Besuch stets vorbereitet und plauderte dann lustig drauf los. Von ihrer Kindheit, von ihrer Brautzeit, ja, verlobt war sie auch gewesen mit einem schönen jungen Steuermann. Wie oft hatte ich diese Geschichte schon gehört? Aber der war bei einem Schiffbruch ertrunken. 3 Wochen vor dem Tage an dem sie heiraten sollte. Und seitdem trug sie Witwenkleider und widmete ihr Leben ganz der Erinnerung an den Verstorbenen. Jetzt war sie natürlich längst über den tiefen Gram hinaus, der sie Jahrzehnte weltscheu und einsam gemacht hatte. Jetzt erzählte sie heiter und anschaulich kleine Episoden aus ihren Glückstagen. Und ich konnte ihr immer wieder zuhören. Ihr ganzer Roman passte so genau zu ihrer Erscheinung und ihrem Wesen, dass es nie ermüdete, wenn sie ihn erzählte. Und dann kam sie auf Ernst zu sprechen. Ja, der hätte noch so etwas von ihrem Bräutigam, im Charakter und im Benehmen. Nur schade, dass seine Gesundheit schwach sei. Na, nach ihrem Tode würde er keine Sorgen mehr zu haben brauchen um das tägliche Brot. Dann könne er sich hegen und pflegen. Dass sie ihm ja, wenn sie wolle, schon jetzt helfen konnte, darauf kam sie nicht. Aber sie leuchtete ordentlich auf in dem stolzen Gefühl, dass sie es sei, die den armen Jungen einmal aus seiner ständigen Misere befreien würde. Jetzt habe sie ihr Testament vom Notar beglaubigen lassen und nun könne sie getrost sterben. Es kam anders. Eines Tages hatte Ernst Vogesen einen Blutsturz und eine Woche später war er tot. Tante Christine überlebte ihn nicht lange. Der Schmerz um den teuren Neffen warf sie nieder, nachdem sie vorher ihr Testament dahin geändert hatte, dass ihre Hinterlassenschaft zu einem Teile dem Tierschutzverein, zum anderen einer Bühnengenossenschaft zufiel. Denn Tante Christine hatte sehr fürs Theater geschwärmt. Wir sind bei D. Tante Dorothea. Sie lag im Sterben. Endlich. 87 Jahre ist eine lange Zeit für das Erdenwallen einer Jungfrau gebliebenen Dame. Und Tante Dorothea war 87 Jahre alt. Jetzt lag sie im Sterben. Wer war vergnügter als ihr einziger Erbneffe Konrad? Konrad kaufte einen Strauß Levkojen. Damit ging er an Tante Dorotheens Sterbebett. Sie japste noch, als er ankam und sah ihn mit den weißen, das von den Augen allein noch sichtbar war, wenn auch nur in einem dünnen Streifen, der rot unter- und überlaufen war, liebevoll an. Der gute Neffe nahm eine Stecknadel. Er trug immer Stecknadeln unterm Westenkragen bei sich und steckte damit den Levkojenstrauß an Tante Dorotheens Hand fest. Dass er die Nadel dabei auch nur durch die pergamentene gelbbraune Haut steckte, die darunter welkte, merkte weder er noch sie. Denn die Haut war nur lose gefaltet. Tante Dorothea wollte nochmal Blumen riechen, obgleich sie sehr asthmatisch war. Sie beugte also die Nase vor, die ohnehin schon ziemlich weit über der Bettdecke hing, und schnupperte an den Levkojen. Dann sank ihr Kopf zurück. Sie hatte vollendet. Konrad drückte ihr die Augen ein und ging nach Hause. Abends legte er sich befriedigt schlafen. Als Tante Dorothea begraben war, bekam Konrad vom Gericht wegen der Mitteilung, dass Tante Dorothea ihn zum Universalerben gemacht habe. Er möge sich bald gefälligst darüber äußern, ob er bereit sei, das Erbe anzutreten. Brave Erbtante, grinste Neffe Konrad.
Dann nahm er einen Bogen Konzeptpapier und gab darauf dem Gericht huldvoll seine Einwilligung zu erkennen, Tante Dorotheens Erbschaft bald gefälligst in Empfang zu nehmen. Abends ging er sehr befriedigt zur Ruhe. Die Sache kam dem armen Konrad sehr gelegen, denn er saß scheußlich im Druck. Von allen Seiten wurde er bedrängt. Nun war er gerettet, denn Tante Dorotheens Vermögen war nicht klein. Allmählich träumte daher Neffe Konrad von dem Eintreffen des Geldes und ging allabendlich in froher Erwartung der Erfüllung des lieben Traumes überaus befriedigt schlafen. So vergingen 3 Wochen. Da kriegte Konrad einen Brief mit einem Amtssiegel, eine portopflichtige Dienstsache, für die er die verlangten 20 Pfennig freudig zitternd erlegte. Denn er war überzeugt, er werde darin eingeladen, Tante Dorotheens Hinterlassenschaft abzuholen, und damit hätte der Dallas ein für allemal ein Ende. Armer Konrad. In dem Schreiben stand, dass Tante Dorothea zwar ein Vermögen von 80.000 Mark hinterlassen habe, dass sie jedoch seit 50 Jahren 3/4 ihrer Steuern hinterzogen habe, die nachträglich von dem Gelde abgezogen würden, und dass außerdem die Erben, in diesem Fall der Erbe, benachrichtigt würden, dass sie pro anno der Hinterziehung 1.200 Mark Strafe zu zahlen hätten. Mache in Summen 60.000 plus 6% von 50 Jahren hindurch hinterzogenen 60.000 Mark an regulären Steuern, mache im Ganzen die Zinseszinsen seinen Gnaden erlassen, wahrscheinlich war es dem Steuerbeamten zu schwierig gewesen, sie zu berechnen, Strafe 60.000 Mark. Nachzahlung 3.600 mal 50 sind 180.000 Mark. Mark 240.000. In Buchstaben Mark 240.000. Zahlbar binnen 8 Tage. Konrad sank in sich zusammen. Pleite, schluchzte er. Diesen Abend ging er nicht befriedigt ins Bett, sondern betrübt ins Wasser. Bevor wir jetzt mit Tante Elfriede weitermachen, muss ich das Rollo mal runtermachen, weil es dunkel draußen ist und man reingucken kann. Mein Rollo könnte ein bisschen quietschen. Für alle, die so Quietschgeräusche nicht mögen, die sollten mich mal kurz leiser machen. Los geht der Spaß. Tante Elfriede. Die Psychologie der Erbtante Elfriede machte mir viel Schwierigkeiten. Sie war ein Vollweib, leiblich und seelisch. Eine Walkürenfigur, von der ich eine Heidenangst hatte, denn ihre Arme waren kraftvoller wie 100-jährige Eichenäste und ihre Hände groß wie Suppenteller. Und gerissen war Tante Elfriede. Es ist nicht zu sagen, ich sehe sie noch vor mir, wie sie mit erhobenen Armen dastand und mir mit der mächtigen Stimme, die klang wie eine Posaune, in deren Tuba sich ein Butterbrot verirrt hatte, ihre geheimsten Herzenswallungen verriet. Denn diese Herzenswallungen gingen aufs ganze Vermögen der Erbtante Elfriede. Oh, ich Unglücklicher. Tante Elfriede war krank. Sehr krank. Sterbenskrank. Der Arzt kam und ging 3-mal am Tag. Ich wich nicht von ihrem Bett. Das war sehr gefährlich, denn Tante Elfriede fantasierte viel. Dabei schlug sie mit den Fäusten um sich, schimpfte zum Gotteserbarmen auf mich, der ich nur auf ihren Tod wartete, verriet, dass ihr Mann täglich von ihr Keile bekam, bis er starb, und strampelte mit den Beinen derart, dass ich mehrmals unter ihrer Decke Dinge zu sehen bekam. Dinge. Na. Aber als die Tante etwas ruhiger geworden war, ich hielt das für den Anfang vom Ende, nahm ich den Doktor beiseite. »Herr Doktor«, sagte ich, »sagen Sie mir die volle Wahrheit. Wird Tante Elfriede sterben?« Dann sah mich der Doktor traurig an und räusperte sich und sagte, »Mein lieber junger Freund«, ich atmete hörbar auf, »bereiten Sie sich auf das Schlimmste vor.« Ich nahm seine Hand in die meine. »Ihre Frau, Tante«, er schluckte mehrmals und ich markierte einen tiefen Seufzer. »Ihre Tante ist auf dem Wege...« »Ins Jenseits«, sagte mein Inneres zu mir. »Auf dem Weg zur Besserung.« Er schwieg.
Ich danke Ihnen, sagte ich laut. Schweinehund, leiser. Dann ging ich wieder ins Schlafzimmer zur Tante. Sie blinzelte mich lauernd an und mochte wohl auf meinem Gesicht die Enttäuschung lesen. Plötzlich erhob sie sich. Furchtbar stand sie auf dem Kissen. Oh Gott, ich mag gar nicht mehr daran denken, wie sie aussah. Ihre Beine waren behaart und ihr Hemd grässlich kurz. Ihre Hände reckten sich zur Decke. Ihre Fäuste waren geballt. Ihr gewaltiger Busen wogte. Nichtswürdiger, schrie sie. Ich durchschaue dich. Aber warte, ich werde dir den Gefallen nicht tun. Ich werde gesund werden. In Nachttagen stehe ich auf. Aber an dir werde ich furchtbare Rache nehmen, du Heuchler. Du Scheinheiliger. Der. Ich enterbe dich. Japste sie noch hervor. Dann sank sie erschöpft zurück. Ich enterbe dich. Dies furchtbare Wort verfolgt mich in den nächsten 8 Tagen überall hin. Und richtig stand nach 8 Tagen Tante Elfriede auf. Ich enterbe dich, ich enterbe dich. Sie tat es. Am nächsten Tag kriegte sie einen Rückfall und eine Woche später starb sie. Pfui, Tante Elfriede, pfui. Tante Friederike. Ganz kurze Frage. Könnt ihr noch? Also ist das für euch ein okayer Text? Oder sagt ihr, das ist ein bisschen weird? Also ist ja auch, dass ich für die Zukunft mal weiß, ob ich ab und zu mal sowas raussuchen kann oder ob ihr sagt, ach Kathi, bitte. Blattkuhn sagt, ich komme damit klar. Okay. Ist halt sehr vorausschaubar, aber interessant zu hören. Naja, ja, es ist halt... Es behandelt das Phänomen, dass gerade die, von denen man sehr viel erben kann, einfach nicht sterben. Und das ist quasi so ein bisschen lustig aufgearbeitet. Und das ist halt wie die Geschichte von... dem Bekanntenkreis, von dem ich euch vorhin erzählt habe, die halt auch wirklich lauernd da sitzen und hoffen, dass sie stirbt. Archie sagt, ich liebe es. Creepy sagt, ist gut der Text. Dr. Igor sagt, gib uns die ganzen Dinge. Ja, es gibt noch mehr Dinge von Tanten. Sarah sagt, ich finde es sehr amüsant, ich finde es cool. Das freut mich. Okay, dann lesen wir erstmal weiter. Mal gucken, ob wir heute das ganze Alphabet schaffen. Manche Texte sind auch noch kürzer. Tante Friederike. Viel war es ja nicht, was ich von Tante Friederike erben sollte. Immerhin aber war es das ganze Witwengeld. Dr. Igor, vielen Dank. Achis inneres Einhorn ist erfreut. Das ist schön. Aber war es das ganze Witwengeld, von dem sie ihren zwar bescheidenen, aber doch auskömmlichen Unterhalt bestritt? So konnte für mich daraus jedenfalls eine angenehme Schweizreise oder einige Monate üppigen Lebens ersprießen. Was aber die Hauptsache war, die Erbschaft war mir sicher. Absolut sicher. Ich war ihr einziger näherer Verwandter, dazu der einzige, der sich in ihrer Witweneinsamkeit um sie bekümmerte und der einzige, der jeden Sonnabendnachmittag bei gutem und bei bösem Wetter in ihrem traulichen Wohnzimmerchen neben ihr saß, um ihre neuesten Musenkinder aus der Taufe zu heben. Tante Friederike dichtete nämlich. Welche Tante, zumal wenn sie eine Erbtante ist, hätte keine Schwächen. In Hinblick auf ihr Ende, das bei ihrer kränklichen Konstitution unmöglich lange mehr auf sich warten lassen konnte, ließ ich denn ihre Lyrik allwöchentlich unverdrossen über mich ergehen. Die ersten Ergüsse, die ich von ihr vernahm, kurz nach dem Tode ihres Gatten, der sie übrigens zu Lebzeiten häufiger geprügelt haben soll und der dann an den Folgen eines Bierabends zugrunde ging, behandelten fast alle ihr junges Witwenleid, dessen Schmerz ihr ganz besonders nachts fühlbar zu sein schien. Ich möchte nicht versäumen, um aus ihrer Kunst auf Tante Friederike selbst einen Rückschluss möglich zu machen, hier eine Probe aus jener Zeit folgen zu lassen. Streich ich des Tages durch meine Klause, dann suchen meine Blicke dich. Und warst du sonst schon meistens nicht zu Hause, jetzt ist mir vollends fürchterlich. Und gehe ich abends dann um 10 alleine und betrübt zur Bette, dann seufze ich unter mancher Träne
Oh Heinrich, wenn ich dich doch hätte. Ich musste ihr genau meine Meinung sagen, was ich von ihren Gedichten hielt, und fand sie natürlich pflichtschuldig, sämtlich wunderbar tief und schön. Emma riet ich ihr, sich doch auch mal auf dem Gebiet zu versuchen, das die modernen Lyrikerinnen neuerdings mit so viel Begeisterung kultivierten. Auf dem Gebiete der Erotik. Siehst du, sowas will das Publikum heutzutage lesen, sagte ich zu ihr. Und einer jungen Frau wie du bist, Tante Friederike, kann das doch unmöglich schwerfallen. Als ich das nächste Mal zu ihr kam, las sie mir folgendes Poem vor. Oh, wie ist doch mein Herz zerrissen, so mitternachts. Ich such dich vergebens in meinen Kissen. Ja, ja, ich dacht's. Ich arme Witwe vergehe vor Harme nach dir, mein Schatz. Oh, fand ich endlich in meinen Arme für dich Ersatz. Sie war ganz hin, als sie es gelesen hatte, und ich bin überzeugt, dass es ehrlich gemeint war. Aber diese Art zu dichten griff sie zu sehr an und bald starb sie. Bei der Testamentseröffnung stellte es sich heraus, dass sie tatsächlich mich zum Erben ihres ganzen Vermächtnisses eingesetzt hatte. Aber wer jetzt etwa glaubt, die Lehre von der Unsterblichkeit der Erbtante sei damit ab absurdum geführt, der irrt. Tante Friederike hatte nämlich eine Bedingung gestellt. Ich sollte, damit die Nachwelt doch noch etwas von ihrer künstlerischen Tätigkeit erführe, ihre gesamte literarische Hinterlassenschaft, die sich in 3 Kommoden und einem Kleiderschrank befand, in Druck geben. Ich tat nach ihrem Willen, und dabei ging nicht bloß die ganze Erbschaft darauf, sondern ich musste noch aus meiner Tasche 123 Mark und 75 Pfennig zulegen. Dichtende Frauen sind mir seitdem ein Gräuel. Die Musik ist ein bisschen anstrengend, finde ich. Vielleicht ist es auch nur das Lied. Es klingt ein bisschen wie Sims-Musik. Und es klingt ein bisschen wie Musik von Desperate Housewives. Aber auf Dauer ist es ein bisschen anstrengend. Tante Gerta. Ich hab dich Gerte getauft, weil du so schlank bist. Und weil mich Gott mit dir züchtigen will. Und weil eine Sehnsucht in deinem Gang ist, wie in schmächtigen Pappeln im April. Richard Demel. Man konnte Tante Gerte, obgleich sie bereits hoch in den 38ern war und gegen den Mann als Geschlechtswesen eine unüberwindliche Idiosynkrasie hegte, nicht eigentlich eine alte Jungfer nennen. Denn der dämische Vers, den ich mir als Motto über dieses Kapitel zu setzen erlaubt habe, passt genau auf sie. Sie war schlank und lang und eine Sehnsucht lag in ihren Augen, obgleich sie einen Kneifer darüber trug und in ihren Gang, obgleich sie große Schritte machte. Außerdem war sie durchaus nicht prüde. Im Gegenteil. Man durfte in ihrer Gegenwart über Dinge sprechen, die andere Damen schamenrüstet aus dem Zimmer gejagt hätten. Tante Gerda war ein sogenanntes modernes Weib. Sie war Frauenrechtlerin, dichtete, las die gewagtesten Bücher, außerdem aber auch die besten, und hatte die Eigentümlichkeit, all das in Kunst und Literatur zu bevorzugen, was möglichst grotesk und eigenartig war. Musik, eskaliere bitte nicht. Ich glaube, ich mache gleich was anderes an. Dabei hatte sie eine ungeheure Vorliebe für schöne Frauenaktbilder und Statuen. Auf ihrem Schreibtisch standen Abgüsse der Venus von Milo und der mannigfachsten klassischen Skulpturen. An den Wänden hingen Zeichnungen von Birdsley und Behmer, ferner Fotografien schöner nackter Frauen. Tante Gertas gelesenste Bücher waren die von Oscar Wilde, Platon, Sherbart. Auch alte klassische Schriften wie Platons Apologie und so weiter. Platons Apologie. Sie kleidete sich einfach und geschmackvoll, trug kein Korsett, aber weiße Wäsche, Stehkragen und Manschetten. Ihre Handschrift war überaus kräftig und von der eines Mannes nicht zu unterscheiden. Auch hatte sie eine schöne Waffensammlung. Ein Revolver lag stets auf ihrem Nachttisch. Tante Gerta war reich. Aber sie knauserte auch nicht mit ihren Ausgaben.
Sah sie irgendwo ein gutes Buch, ein schönes Bild, das ihr Interesse erregte, so kaufte sie es. Ihr Verkehr mit den Verwandten war konventionell, herzlich ja nur mit einem etwas jüngeren Neffen, Ludwig, der ihre Interessen teilte, aber mehr für männliche Kultur empfand. Obwohl, oder da er selbst ein ganz weiches Gesicht und ausgesprochen weibliche Eigenschaften hatte. Er war bei Tante Gerda und ihrer Gesellschafterin Fräulein Hagedorn häufig zu Gast. Fräulein Hagedorn war die einzige Freundin Tante Gerdas. Sie war stets in ihrer Begleitung. Sie war klein und zierlich, korpulent, hatte schwarzes, kurzes, gelocktes Haar, einen scharf geschnittenen Mund und kluge, große, braune Augen. Sie kleidete sich stets so wie Tante Gerda, sodass die beiden von Fremden oft für Schwestern gehalten wurden. Eines Tages gab es in der ganzen Stadt eine große Aufregung. Während Fräulein Hagedorn auf einige Tage verreist war, hörte man aus Tante Gerdas Wohnung einen Schuss fallen. Man erbrach die Tür und die Tante lag entseelt, den rauchenden Revolver in der Hand am Boden. Man fand nur einen Brief vor. An die Herren Reporter. Darin stand lakonisch: Schreiben Sie nur unglückliche Liebe. Aha, sagten die Leute, Neffe Ludwig. Denn dass die beiden miteinander was hatten, war den lieben Nachbarn ja lange klar. Zur Testamentseröffnung war Neffe Ludwig gar nicht erschienen. Naja, meinten die Leute, wenn einem seine Sache so sicher ist. In dem Testament wurde Fräulein Hagedorn als alleinige Erbin des gesamten Nachlasses Tante Gerdas bestimmt. Als sie das hörte, fiel sie schluchzend auf einen Fauteuil und schrie, »Oh mein guter, guter Gerd!« Dabei wunderten sich alle sehr. Als man über dem Neffen Ludwig die letzte Bestimmung Tante Gerdas erzählte, blieb er zu aller Überraschung ganz ruhig und sagte nur, »Im Anfang war das Geschlecht, nichts außer ihm, alles in ihm«, sagte Prüsbütschewski. Die Leute schüttelten den Kopf, denn sie fanden, dass im Falle Tante Gerdas das Gegenteil zutage trat. Doch fanden sie die Geistesverwirrung bei einem enterbten Neffen, einer reicheren Erbtante, begreiflich. Erich Mühsam hat übrigens auch Literatur über Homosexualität geschrieben, was auch damals, schon noch vor der Nazi-Zeit, ein etwas schwierigeres Thema war. Tante Henriette. Dass unter 25 Erbtanten auch eine Malerin ist, versteht sich von selbst. Die Malerin, die ich meine, ist Tante Henriette. Ihre Tätigkeit bestand ausschließlich im Malen und Schlafen. Häufig tat sie beides zugleich. Sie malte nicht nur Landschaften, männliche Akte, Blumen und andere Porträts, sondern sie malte sich auch selbst. Anders ist wenigstens ihre eigentümliche Gesichtsfarbe nicht zu erklären. Ihr Antlitz, aus dem die Runzeln, die sie frech eindrängen wollten, geschickt fortretuschierte, schillerte in allen möglichen Farben. Vornehmlich konnte man lila beobachten. Auch ihr Kleid war lila. Sie sagte, lila sei ihre Leibfarbe. Ob das stimmte, hatte ich zu prüfen keine Gelegenheit. Wie gesagt, Tante Henriette beschäftigte sich, wenn sich gerade nicht malte, mit Schlafen. Ob sie ging, saß, stand oder lag, sie schlief immer. Und ihre Bilder erweckten in jedem Unparteiischen ohne weiteres den Anschein, als seien sie im Schlaf gemalt. Ich beobachtete sie mal, als sie beim Malen einschlief. Ihr Pinsel lag auf der Leinwand und da sie im Schlaf auf ihren Stuhl immer hin und her schwankte, wie ein Blümlein, das der Wind bewegt, so machte der Pinsel diese Bewegung auf der Leinwand konstant mit und ließ breite, lila Linien in horizontalen Kurven entstehen. Denn sie malte natürlich auch nur in lila. Als Tante Henriette aufwachte, sah sie, dass ihr Bild fertig war und sie erklärte mir die lila Streifen als kosmische Wanderung. Sie hätte nämlich mal Scherbarts Wilde Jagd gelesen, in der 10.000 unzufriedene Wurmgeister die merkwürdigsten kosmischen Wanderungen unternehmen. Und Tante Henriette stellte sich eben kosmische Wanderung lila vor. Denn sie konnte Scherbart natürlich nicht verstehen, der ja für alte Tanten nicht schreibt. Aber Tante Henriette tat, als ob sie ihn verstände und zitierte ihn immer zu. So malte sie den kosmischen Wanderungen einen Hintergrund.
auch lila. Denn sie fand, dass ihre Bilder anständig aussehen müssten. Und bei Sherbert steht doch, ja, das Anständige muss auch seinen Hintergrund haben, sonst wird es gewöhnlich. Na, man weiß ja, wenn Malerinnen etwas auslegen, das ist furchtbar. Kurzum, deswegen kam ich um Tante Henriettens Erbschaft. Denn sie entrüstete sich mal mit ihren Auslegungen zu diesem Gedicht. Liebe Tante Henriette, schlaf getrost in deinem Bette. Schlaf auch an der Staffelei, mal von Grönland bis Manila, Himmelmeer und Berge lila. Aber Sherbert nicht dabei, nicht für Tanten sind die Welten, mal beflissenen Schlafbeseelten, die verstehen den Kosmos nie. Was ihr malt, verehrte Tanten, ist in tausendlei Varianten, doch nur Weiber Lethargie. Auf dies Gedicht enterbte mich natürlich Tante Henriette. Ich entfreundete mich nun schnell mit Paul Sherbert an, weil ich glaubte, er dessen wilde Jagd, die gute Tanten doch unausgesetzt im Schlaf verfolgte, würde an meine Stelle kommen. Aber weit gefehlt. Tante Henriette vermachte ihr Vermögen einem Herrn Bürger. Dieser war das Opfer einer Verwechslung. Denn Tante Henriette war es im Schlafe eingefallen, dass auch mal ein gewisser Bürger eine wilde Jagd geschrieben hatte. Und so machte sie einem Lokomotivführer Bürger aus Rixdorf zu ihren Universalerben. Sie sah ihm alles lila. Jetzt geht gerade die Musik. Lila, der letzte Versuch, sagt meine Oma immer. Mir hat man immer gesagt, lila macht alt. Ich würde niemals lila anziehen. Ich finde, lila ist die schrecklichste Farbe von allen. Gefolgt von Orange. Und schlimmer ist die Kombination aus lila und Orange. Gott, wie ich lila hässlich finde. Ja, also das muss man natürlich immer im Vergleich sehen. Es gibt Dinge, die sehen lila schön aus. Blumen oder Sonnenuntergänge. Sowas geht vielleicht noch. Besser als gelb. Es gibt auch schöne Dinge, also Dinge, die in gelb schön aussehen. Die Simpsons zum Beispiel. Die Farbe der sexuellen Frustration. Ja. Meine Lieblingsfarbe ist übrigens Petrol. So ein... Okay, in der Kamera sieht das jetzt anders aus. Sehe ich gerade. Das sieht hellblau aus, aber es ist eigentlich Petrol. Darum hat Levi auch alles in Petrol bekommen. Petrol und Weiß. Das sind die besten Farben. Creepy sagt, ich liebe Grün. Blattkun sagt, Lila und Orange würde ich nicht mal kombinieren, wenn ich harte Kontraste setzen will. Sarah sagt, meine Küche war damals pink-grün, voll geile Kombi. Ja, es klingt ein bisschen verrückt, aber vielleicht sah es gut aus. Falls du mal ein Foto hast, Sarah, schick mir das mal. Das würde mich interessieren. Niki sagt, unsere Wand im Wohnzimmer ist lila. Das sieht eigentlich echt schön aus. Ich habe auch so ein lila Wandtrauma. Also auch, ich habe ein lila Wandtrauma. Wir also haben damals in einem Plattenbau gewohnt und meine Eltern haben mir und später auch meiner Schwester, aber in erster Linie mir, ein Zimmer gestrichen. Das haben sie lila gemacht. Fliederfarben. Und ich konnte dieses Lila einfach nicht mehr sehen. Das war so schrecklich. Als ich ein Kind war, habe ich immer gesagt, meine Lieblingsfarben sind rosa-lila-pink, Gold und Silber, Glitzerflitzer. So, das habe ich gesagt. Und dann war das aber irgendwann nicht mehr der Fall. Und wir haben ein Haus gebaut und jeder hat ein eigenes Zimmer bekommen. Meine Schwester hat ein grünes Zimmer bekommen und ich habe ein lila Zimmer bekommen. Ach, Kathi, du fandest lila doch immer schön. Und dein altes Zimmer war doch auch lila. Und ich habe lila bekommen, ich habe es gehasst. Ja, das war schlimm. Violet Viola sagt, Violett ist meine Lieblingsfarbe. Also wenn es so zum Beispiel so richtig kräftig ist, dann kann es ja vielleicht schön aussehen an gewissen Dingen. Aber Klamotten in lila mag ich zum Beispiel gar nicht. So, okay, wir sind jetzt bei J angekommen.
Tante Julchen. Was ich übrigens auch krass finde, ist, wenn alte Frauen ihre Haare mal lila färben. Das sieht immer seltsam aus. Gibt auch welche, die so eisblau oder so färben. Das ist vielleicht auch cool. Dunkelblau ginge auch noch, aber lila sieht immer sehr seltsam aus. Ich habe 2 Omas und beide färben sich die Haare orange. So richtig knallig orange. Nicht neonorange, aber so ein Orange kommt schon hin. Das sind meine Omas. Tante Julchen. Tante Julchen hatte mich sehr in ihr Herz geschlossen. Sie war die einzige aus der Verwandtschaft, die an meine literarischen Fähigkeiten glaubte und die nicht weniger stolz war, einen dichtenden Neffen zu besitzen. Schon als ich ein Tertianer war, nahm sie sich meiner liebevoll an, ließ sich von mir die Gedichte vorlesen, in denen ich meine Lehrer schlecht machte, und schenkte mir hier und da 20 Pfennige, für die ich mir erst Schokolade, später Zigaretten kaufte. Ah, danke, Alsara, jetzt ist das Mysterium um lila Haare gelöst. Und an meinem 15. Geburtstag mich zum ersten Mal rasieren ließ. Als ich dann größer wurde und sie mich durch die Zuwendung eines Nickels tödlich beleidigt hätte, pumpte ich sie häufig um größere Summen an. Freilich meist mit dem Erfolg, dass sie mir bedauernd klar machte, ihr Geld liege irgendwo fest und es sei ihr zurzeit leider ganz unmöglich, auch nur über eine übrige Mark zu verfügen. 2 Mal aber gab sie mir doch mit großer Feierlichkeit je 1,50 Mark. Das hat sich mir fest ins Gedächtnis eingeprägt. Einmal, als ich sie wieder mit etwa 12 neuen Gedichten überschüttet hatte und sie ganz hingerissen davon dasaß, schlug ich ihr vor, meine Werke auf ihre Kosten drucken zu lassen. Da sah sie mich blinzelnd von der Seite an und meinte, »Wenn ich mal tot bin, mein Junge, dann sollst du 100.000 Mark erben. Dann sollst du auch deine Gedichte drucken lassen.« Ich war natürlich hochbeglückt, zumal sie in meiner Gegenwart diese letztwillige Bestimmung schriftlich niederlegte. Ich hatte jetzt eine Erbtante, auf die ich hin Schulden über Schulden machte und die ich in begeisterten Hymnen ansang. Tante Julchens Tod ließ lange auf sich warten, aber letztlich stellte sich doch die Altersschwäche bei ihr ein, und als sie fühlte, dass es mit ihr zu Ende ging, ließ sie mich an ihr Lager rufen. Sie war schon schwach, als sie meinen Kopf zwischen ihre dünnen Händchen nahm. Ihre Lippen bewegten sich, als wollte sie mir etwas Wichtiges sagen. Doch als sie es gar nicht herausbringen konnte, was sie auf dem Herzen hatte, zeigte sie mit schwachem Lächeln nach ihrem Waschtische und stammelte »Schublade«. Dann schloss sie die Augen und hauchte ihre Seele aus. Ich begab mich eilends an den Waschtisch und zog das Schubfach heraus, in dem ich einen Scheck auf die mir vermachten 100.000 Mark zu finden hoffte. Stattdessen lag aber darin ein Brief, der folgenden Wortlaut hatte und mit zitternder Hand geschrieben war. »Mein lieber Neffe, ich danke dir herzlich für all die Genüsse, die du mir durch deine Kunst bereitet hast. Leider ist mir nicht möglich, deine Gedichte aus meinem Vermögen drucken zu lassen. Ich denke, du wirst von selbst ein bedeutender Mann werden. Alles, was ich habe, liegt in meinem Geldschrank. Es sind 70 Mark. Nimm sie und lass mich dafür begraben. Das Papier aber, das ich ausschrieb als Testament und in dem ich dich mit 100.000 Mark bedacht habe, hebe auf als stete Erinnerung daran, dass du einmal eine Tante hattest, die zwar kein Geld, aber ein gutes Herz und den guten Willen hatte, dich so reich zu machen. Ich küsse dich in Liebe, deine Tante Julchen.« Tante Julchen hatte zu meinem Misstrauen gegen die Erbtanten viel beigetragen. Da gibt es übrigens diesen einen Witz, wo eine Frau im Sterben liegt, irgendwann in der Zukunft, und sagt, »Ah, ich werde bald sterben und ich werde euch vererben. Einen riesigen Bauernhof mit 100 Kühen und einer Ernte, die jedes Mal 500.000 Münzen einbringt. Ja, sag, wo ist das? Auf Facebook.« Okay,
Vielleicht kann ich nicht Witze gut erzählen, aber ich finde den Witz immer witzig. Ich sage euch, wenn ich irgendwann sterbe, werde ich zu meinen Erben auch sagen, ich habe noch 500.000 Euro versteckt. Sie liegen in... Und dann werde ich einfach sterben. Das ist sehr gemein, aber okay. Kommen wir zu K, Tante Kunigunde. Zwischen den Studiosus Juris Eugen Schmelzel und seiner Tante Kunigunde gab es einmal dieses Gespräch. Tante Kunigunde. So kann es unmöglich weitergehen, lieber Eugen. Diesmal will ich dir noch das Strafmandat bezahlen, weil du nun einmal der Sohn meines Brüderchens bist. Aber es ist das letzte Mal, merkst dir. Eugen. Aber Tantchen, du hast doch auch gar keinen Humor, sag doch selbst. War der Witz nicht famos und die 5 Mark wert, die Laterne auszudrehen, als gerade die Kleine drunter stand und den Brief vom Liebsten las? Tante Kunigunde. Nein, offen gestanden, der Witz gefällt mir gar nicht. Wer weiß, wie lange sich das Mädchen auf diesen Brief gefreut hatte. Und endlich, wo sie ihn nun lesen durfte, zerstörst du ihr die schöne Stimmung. Eugen. Ach, was Stimmung, wie kann man nur so vieles Tröst denken? Stimmung haben Menschen, deren der Humor fehlt. Und du solltest doch zuallererst Humor haben. Tante Kunigunde. Wieso ich? Eugen. Na, ich meine man, wegen deinem ulkigen Namen. Tante Kunigunde. Eugen, ich verbitte mir. Eugen. Da sehen wir ja wieder, wie dir aller Witz fehlt. Tante Kunigunde nach einiger Überlegung. Du hast recht, lieber Neffe. Ich heiße Kunigunde und ich will diesem Namen Ehre machen. Und wenn ich einmal sterbe, dann will ich in meinem Testament den besten Witz machen, der je einer Erbtante beigekommen ist. Eugen. Oh ja, Tantchen. Wie viel lieber will ich das Universalerbe antreten, wenn es mir in recht humoristischer Weise kredenzt wird. Mir wird sein, als ob du selbst, wenn ich das erste Glas auf deine sanfte Ruhe leeren werde, dazu Prost sagen würde. Tante Kunigunde. Nun geh, mein Junge, lass mich allein, ich will mein Testament aufsetzen. Eugen, sie umarmend. Tante, du bist göttlich, mit dir hat sich der liebe Gott einen entzückenden Witz geleistet. Er geht ab. Tante Kunigunde. Na, warte. Ein Dreivierteljahr später ging Tante Kunigunde heim. Neffe Eugen zog spornstreich zum Gericht zur Testamentseröffnung. Er glaubte, die witzige Tante, die ihm die 100.000 Mark der Erbschaft in blanken Talern auszahlen lassen, oder sie habe ihren letzten Willen in 5-füßigen Jampen niedergelegt. Tante Kunigundes Witz war aber ein boshafter. Eugen Schmelzels ward enterbt. Ob das nicht ein kürzlicher Witz sei? Aus einer Stimmung werde er nicht gerissen, da humoristisch angehauchte Leute ja nicht an Stimmung zu leiden pflegen. Statt seiner solle das gesamte Vermögen zur Gründung eines neuen Witzblatts, Tante Kunigunde, Verwendung finden. Eugen solle Redakteur werden mit 1.200 Mark Gehalt im Jahr. Eugen verzichtete aber auf diesen Posten. Ihm war der Humor vergangen. Ja, manches ist ein bisschen vorhersehbar, aber es ist einfach... Weil wir schon so viel erlebt haben und so viel witzige Pointen kennen. Und weil es natürlich nicht weit hergeholt ist. Und weil es natürlich darum geht, dass die Leute ihr Erbe nicht bekommen. Oder wenn sie es bekommen, es keinen guten Ausgang hat. Das ist doch mein Kompliment. Ja, ist es, oder? Ich finde, manche Leute haben es auch wirklich verdient. Tante Ludovica. Es gibt Menschen, die alles Schmerzliche peinlich empfinden. Zu diesen Menschen gehöre ich. Es gibt auch Menschen, die von allem, was sie schmerzt, sehr angenehm berührt werden. Zu diesen Menschen gehört Tante Ludovica. Deshalb war sie für Psychologen ein interessanter Fall. Und man nannte sie eine Masochistin. Würde ich zu Kindern sprechen, so würde ich den Masochismus so erklären. Masochist ist, wenn man ganz artig war und doch Keile kriegt. Da ich aber zu Erwachsenen spreche, sage ich, Masochist ist, wenn man Dolor...
Dolorosa liest. Dolorosa aber ist eine Dame, die Gedichte macht, die masochistisch sind, weil sich Liebe auf Hiebe reimt. Tante Ludovica also war Masochistin. Las Dolorosa, wurde katholisch, kasteilte sich und sehnte den Tag herbei, wo ein Mann käme, der diese Übung liebevoll abnehme. Irgendwie riecht's komisch. Archie, falls du mich hörst und gerade schreiben kannst, ist alles okay bei euch da drüben? Also, weiß nicht. Ping mich bitte. Als Sarah sagt, bevor ich eingeäschert werde, soll mich jemand mit Popcorn-Mais vollstopfen. Ja. Okay, danke. Tante Ludovica aber hatte einen Neffen, wie ihr Tanten meist einen oder mehrere Neffen zu haben pflegen, sofern es keine Nichten sind. Dieser Neffe hieß Otto. Otto war aber nicht sehr gebildet. Er kannte weder die Schriften Dr. Verifantos über Flagellantismus, noch Kraft Ebings über Psychophatica sexualis, noch meine über Homosexualität. So hielt er Tante Ludovicas Vorliebe für Doloröschens Gedichte einfach für eine künstlerische Verirrung und schenkte der guten Tante Gedichtbücher, die er für geeigneter hielt. Insbesondere die von Margarete Beutler, der ich in Treue und Freundschaft sie zuzuneigen mir erlaubt habe. Denn gestehe ich es nur beinahe ständig hier eine Tante aus Lehne aus ihrer Feder, die schon geschrieben war, aber mir aus Zerstreutheit oder anderen Gründen nicht rechtzeitig zuging. Eines Abends ging Otto zu Tante Ludovica, um zu sehen, ob sie nicht bald infolge ihrer grässlichen Lektüre mit Tode abginge. Denn eine Erbtante sterben sehen ist selbst für einen so guten Menschen, wie Neffe Otto war, ein erhebender Anblick. Und im Grunde sagte er sich ja selbst, dass er gar nicht in seinem eigenen Interesse handle, indem er Tante Ludovica bessere Gedichte zu lesen empfahl. Aber er war eben ein sehr guter Mensch. Also, Otto besuchte eines Abends Tante Ludovica. Als er vor der Türe stand und klopfte, hörte er innen etwas wimmern. Hoffnungsvoll entsetzt stürmte er ins Zimmer. Ihm bot sich ein grässlicher Anblick. Splitternackt, die welken Brüste nur bedeckt mit einer dünnen grauen Haarsträhne, die übers Ohr herabhing, lag die bejammernswerte Dame auf ihrer Chaiselongue. Vor ihr stand in herausgestreiften Hemdsärmeln ein alter Mann, der mit zitternder Hand eine Peitsche über Tante Ludovicas Rücken zu schwingen versuchte. Es war ein Versuch mit untauglichen Mitteln. Denn die schwachen Ärmchen des Alten vermochten die schwere Peitsche kaum hochzuheben, und beim Niedersausen traf er stets nur die Rückenlehne des Ruhebetts. Nichtsdestoweniger wimmerte Tante Ludovica jämmerlich. Otto war, wie gesagt, sehr ungebildet. Er wusste nicht, dass der alte Mann die gute Tante, die zum ersten Mal in ihrem lenzenreichen Leben einen Liebhaber per Annonce gefunden hatte, nur aus sadistischer Liebe zu prügeln versuchte. Sadist aber ist, wenn man einen Masochisten, siehe oben, verhaut. Natürlich regte sich in Otto sofort der gute Mensch und der liebende Neffe. Er zog sein Taschenmesser heraus und durchbohrte den alten Herrn mit einem siegreichen Aufschrei durch die Brust. Der Greis aber sank spiralenförmig in sich zusammen, ließ sein spritzendes Herzblut sengend über den nackten gelben Rücken der Tante quellen, röchelte noch: »Ludovicchen, ich liebe dich!« und verschied. Dass Tante Ludovicas nackter Leib sich nunmehr über die Leiche des Geliebten warf und sein Blut mit ihren Tränen mischte und dass Otto mit dem bluttriefenden Taschenmesser in der erhobenen Hand mit Rettermine dabei stand, versteht sich von selbst. Ebenso, dass Tante Ludovica nach den liebreichen Schmerzensergüssen über den Leichnam des Liebhabers und nach den Flüchen auf den Mörder ihres späten Glücks nach der Polizei rief. Ferner, dass man den toten alten Mann ins Leichenschauhaus, Otto ins Gefängnis und Tante Ludovica ins Irrenhaus warf. Auch das ist selbstverständlich, dass die Tochter des Getöteten, er hatte nämlich in jüngeren Jahren, ehe er ein Sadist wurde, mal eine natürliche Tochter gezeugt, auf Schadensersatz klagte und dass sie diese Weise auf ihrem Beruf einer Straßenschönheit mit dem einer mit Gift begabten Ehefrau vertauschen konnte,
denn ihr fiel Tante Ludovicas ganzes Vermögen zu. Dass Tante Ludovica bald selbst im Irrenhaus an Gemüts- und Geisteskrankheit starb, sei nur nebenher erwähnt. Durch die Schadensersatzklage der Tochter des Geliebten hatte sie ja auch ohne ihre ausdrückliche Enterbungsstimmung dem Neffen Otto nichts mehr zu hinterlassen. Und wenn Otto etwas von ihr bekommen hätte, so wäre ja diese Geschichte für dieses Buch absolut wertlos. So hat denn der traurige Ausgang unserer Erzählung doch noch seine gute Seite. Ich muss gerade überlegen, mir fällt es nicht ein. Das war ein lustiges Wortspiel. Ach, Nekrolog. Ja, das Ende übrigens ist der Nekrolog. Finde ich persönlich wunderschön. So, wir haben noch eine Menge vor uns und ich denke, wir werden nicht alles schaffen. Das ist doch mal ein Happy End. Ja, ein Happy End ohne Happy End. Knickknack. Gott, Archie wird mich schlagen. Naja. Tante Miriam. Noch bevor ich anfange. Archie, wollen wir heute Essen bestellen? Ich glaube, ich habe keine Lust zu kochen. Und wenn ja, dann kannst du doch schon langsam dich um die Nahrungsbeschaffungsmaßnahme kümmern. Tante Miriam. Ich bin den Geschwistern Florian und Adele listig aufrichtig dankbar, dass sie Tante Miriams Absicht, ihren leiblichen Neffen Max, Florians und Adelens Vetter, zum Erben ihres gesamten Eigentums zu machen, hintertrieben. Hätten sie es nämlich nicht getan, so wäre meine Lehre widerlegt gewesen. Ach, Archie. Max war ein guter Junge und er liebte seine Tante ehrlich. Ein Unglück war, dass er nicht am gleichen Ort wohnte, sondern eine Tagesreise davon. Würde er wie Florian und Adele in derselben Stadt, ja in derselben Straße gewohnt haben wie sie, dann würde er nicht um die schöne Erbschaft gekommen sein, auf deren Drittel er so bestimmt gerechnet hatte. Dass Florian und Adele ihre Tante Miriam liebten, konnte man nicht behaupten. Immerhin aber besuchten sie sie häufig, erkundigten sich nach ihrem Wohlergehen und taten auch sonst alles, was erbschleicherische Neffen und Nichten dem Besitz einer Erbtante zuliebe zu tun pflegten. Tante Miriam aber hatte ein offenes Auge, das andere hatte sie sich mal mit einer Stricknadel ausgestoßen. Und so wusste sie zwischen ihren Bruderkindern Florian und Adele und ihren Schwestersohn Max wohl zu unterscheiden. Darum verfügte sie in ihrem letzten Willen, dass Max ihr Universalerbe sein solle, sofern er, der gut katholisch war, am Tag ihres Begräbnisses bereits zu ihrem mosaischen Glauben übergetreten sei. Sie starb urplötzlich an einem Schreck, den ihr Florian und Adele in mörderischer Absicht eines Tages einjagten, indem sie mit einem im Chor gesprochenen »Hip, hip« zu ihrem Zimmer traten. Noch ehe Tante Miriams Leiche einen Sarg hinterhalten hatte, gingen die Bösen ans Gericht und ließen erbschaftslüstern das Testament öffnen. Da hatten sie nun die Bescherung, Edge. Das, wo sie nichts bekam, auch ihr bevorzugter Vetter Max leer ausgehen musste, war für die beiden klar. Aber wie ihn darum betrügen? Den Tod der Tante verheimlichen konnten sie nicht. Den würde er sicher gleich von anderer Seite erfahren. Von der Bestimmung nicht schreiben gilt auch nicht an, denn sie wussten, dass Tante Miriam oft in Max Gegenwart davon gesprochen hatte, dass sie dem Erben für das Begräbnis in Bedingung stellen würde. Er würde also fragen. Da kam Florian auf einen gescheiten Gedanken. Er schrieb Max einen verwandtschaftlich gehaltenen Beileids- und Glückwunschbrief, in dem er Tante Miriams Verfügung mitteilte, aber dahin änderte, dass der Übertritt zum Judentum nicht bis zum, sondern am Tage des Begräbnisses zu erfolgen habe. Als Tag des Begräbnisses, schrieb er, sei der nächste Sonnabend früh 8 Uhr festgesetzt. Donnerstagabend erhielt Max das Schreiben. Aha, dachte er, ihr meint bis morgen um 8 Uhr ist das nicht zu machen. Wo steht denn vor dem Begräbnis? Am Tage des Begräbnisses heißt doch bis zum Abend. Er kaufte sich also 2 Trauerflore, band einen um seinen Zylinder, den anderen um den linken Ärmel und fuhr zur Trauerfeier.
Sonnabend früh fand die Beerdigung pünktlich statt und sie war sehr feierlich. Nun, fragte Herr Florian seinen Vetter, alles erledigt? Noch nicht, erwiderte dieser mit schmerzlich bewegter Stimme. Ich werde jetzt zum Rabbiner gehen. Wenn er aber geglaubt hatte, Florian und Adele würden protestieren, so irrte er. Sie gaben ihm freundlich darin recht, dass das Begräbnis bis zum Abend dauere und wünschten ihm viel Vergnügen zur Beschneidung. Ich habe sie doch verkannt, murmelte Max, als er zur nächsten Synagoge eilte. Wo heißt, kreischte der Rabbiner Israel Hirsch, als ihm Max sein Anliegen vorgetragen hatte. An Schabbes beschneiden? Sind sie Meschugge? Sind sie Betore? Alle meine Sorres in ihren Hals, wenn ich sie soll beschneiden, an Schabbes. So gesund. Kommen sie wieder, wenn sie nicht in Yontef. Wenn nicht, ist Yontef. Oh, sorry, das ist so komisch. Florian und Adele listig saßen schmierig, lächelnd am Fenster, als Max betrübt daran vorbeischlich. Der aber verklagte seine Onkelkinder wegen Vorspiegelung falscher Tatsachen, was ihm ein tüchtiges Stück Geld für Gerichtskosten wegschwemmte. Denn die beiden, die allerdings zu einem Verweis verurteilt wurden, hatten nichts und die Bedingung der Tante war nun einmal nicht erfüllt. Max verzichtete daher auf allen Tantenglauben und wurde antisemitischer Reichstagsabgeordneter. Nun ja, ich sag dir heute, es wird makaber. Ja, wie viel lesen wir noch? Noch bis O oder so? Oder P? Ich weiß nicht, ob wir alles schaffen. Wir sind jetzt auf Seite 17 von 35. Na, wir lesen erstmal weiter. Könnt ihr noch? Seid ihr alle noch da und wach? Das dachte ich mir. Okay, alle da. Danke, Niki. Dauert eine Weile, bis die alle wach werden. Oh, jetzt muss ich aufstehen, jetzt muss ich noch was tippen. Alle sind noch da. Danke, einer geht noch. Ja. Ich habe immer vorher Angst, dass euch sowas langweilt. Ich habe, wie gesagt, so richtig viele alte Bücher. Die wurden einmal gedruckt und danach nie wieder. Und die wird mal nicht mal irgendwo los, nicht mal kostenlos. Ja, Musik, das kann ihr halt. Ist okay. Die wird man nicht mal irgendwo verschenklos, will keiner mehr lesen. Die sind irgendwann mal geschrieben worden, aber sie sind alle wertlos. Sozusagen, was schade ist. Und dann habe ich noch Bücher, die sind uralt. Und das würde heute keiner mehr lesen, weil es teilweise schwierig ist oder unpopulär oder weil es halt auch zum Beispiel zu dick ist. Ja, also manche sind dann halt trotzdem interessant. Dann wären wir nicht hier. Ja, das stimmt. Okay, Tante Nani. Nie war mir eine Tante unsympathischer als Tante Nani. Schon ihr Äußeres. Sie war baumlang, hatte spärliches graues Haar, eine widerwärtig lange, füllhornartig bewegliche Nase und ein Organ, das an Kreischen und Schnauben eine Dampfpfeife erinnerte. Übrigens, nicht wundern, falls ihr es bei mir rumpeln hört, ist ja natürlich heute Sturm, aber das Nachbarhaus wird kernsaniert und es sind richtig viel Gerüste dran und die wackeln die ganze Zeit. Es ist richtig laut. Es dröhnt die ganze Zeit. Also das ist schon ein bisschen unheimlich. Aber bei euch ist wahrscheinlich auch gerade Krach. Wie viel kostet das Buch, das letzte Woche Freitag als E-Book vorgestellt hast? Ich glaube 13,95 müsste es kosten. Aber der Link ist ja noch drin, wenn du den Command Buch eingibst, dann findest du das. Kannst du direkt draufklicken, dann siehst du das auch. In ihrer Umgebung war es nicht auszuhalten. Ihre Dienstmädchen wechselten wöchentlich. Von den Verwandten war ich der Einzige, der sie mitunter besuchte und ich tat dies auch nur in der Erwähnung, dass etliche Damen nicht ewig zu leben pflegen und dass das Vermögen der alleinstehenden Tante, sofern ich sie nicht vernachlässigte, ja wohl mir zufallen würde.
Tante Nannys Lieblingsbeschäftigung war, mir moralische Lehre zu geben. Eine Erziehungsmethode, die sie in der Weise ausübte, dass sie über all die Menschen, von denen sie mal etwas gehört, gelesen, geträumt oder gedacht hatte, was mit den Prinzipien ihres alter Tantenhaftigkeit nicht ganz vereinbar schien, in gar nicht wiederzugebenden Ausdrücken schimpfte. Sie selbst musste wohl sehr mit sich zufrieden sein, denn sie rühmte ihren gesitteten Lebenswandel bei jeder Gelegenheit, indem sie ihr Bläffen auf dem Hinterhalt, stille Zurückgezogenheit und ihren schmutzigen Geiz kluges Maßhalten nannte. Über Tante Nanny Vergangenheit wusste kein Mensch etwas Genaues. Nicht einmal, das stand fest, ob sich infolge ihrer Scheuseligkeit trotz ihrer reichen Mittel nie ein Mann für sie erwärmt hatte, oder ob irgendein Unglücklicher, den traurige Vermögensverhältnisse zu einem Verzweiflungsschritt getrieben haben mochten, einmal auf diese Weise Selbstmord verübt habe, dass er sich durch eine Ehe mit Tante Nanny in die Gruft ekeln ließ. Weder Frau noch Fräulein durfte man zu der Tante sagen. Sie wünschte, Gnädigste genannt zu werden, was ja den verschiedensten Deutungen Raum gab. Es war ein Glück, dass Tante Nannys Tod nicht allzu lange auf sich warten ließ. Unter dem Fenster ihres Schlafzimmers stand nämlich eine Bank, beschattet von einem prächtigen alten Lindenbaum. Auf dieser Bank nun hatte in einer warmen Frühjahrsnacht ein Jüngling einer Jungfrau seine Liebe gestanden. Und die Küsse und Zärtlichkeiten der beiden jungen, glücklichen Menschenkinder hatte Tante Nannys Nachtruhe gestört. Zwar hatte sie sogleich das Fenster geöffnet und ein selbst für sittsame alte Tanten unentbehrliches Geschirr wutend Brand auf den Nichtsahnenden entleert, aber die sittliche Entrüstung, vielleicht auch der Neid und sicher eine Erkältung, die sie sich beim Fenster öffnen zuzog, warfen sie aufs Krankenlager, auf dem sie unter meinem treuverwandtschaftlichen Beistande binnen wenigen Tagen sanft verschied. Aber was geschah? Eines Tages erschien bei mir ein älterer Herr, der sich mir als Gemahl der verewigten Tante Nanny vorstellte und der vor 27 Jahren nach etwa 14-tägiger Ehe das Weite gesucht hatte. Da der Herr nachweisen konnte, dass Tante Nanny wirklich seine Gattin gewesen war und dass er so vernünftig gewesen war, sich nicht von ihr scheiden zu lassen, strich er vergnügt den ganzen Nachlass ein, nicht ohne mir beileidsvoll die Hand geschüttelt zu haben. Die Stunden, die ich in Tante Nannys Gesellschaft in ihren gesunden Tagen und an ihrem Krankenbett zugebracht habe, waren die verlorensten meines Lebens. Tante Olli. Mal gucken, wie bei euch die Situation ist. Elbi Panna sagt, bei mir ist ruhig. In Bremen weht es ganz gut. Hier ist einfach Armageddon. Ja. Mir ist auch ziemlich heftig. Wir sind vorhin noch mit dem Kinderwagen rum, da war es schon ordentlich. Wir sind nur eine kleine Runde. Gott, diese Musik heute. Und ja, jetzt legt's richtig los. Tante Olli. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Viktor Eberhard Dachreiter war in Tante Ollis Testament zum Universalerben bestimmt worden und trat tatsächlich in die Rechte eines solchen ein, indem er das sehr stattliche Vermögen der Dame Olga Weidenbaum, verschieden am 27. Oktober 1900 und, in Besitz nahm. Als ich das hörte, war ich geknickt. Schon bei der Nachricht, dass Tante Olli sich aus unbekannten Gründen erhängt habe, fühlte ich den Erbtantengrund, auf dem sich doch mein Ruhm für die Unsterblichkeit aufbauen soll, unter mir schwanken. Aber ich hoffte noch, dass sich auch hier, wie schon so oft, ein Wunder hilfreich ins Mittel legen würde, um das Furchtbare zu verhüten. Umsonst. Viktor Eberhard Dachreiter war Tante Ollis Erbe. Und doch durfte ich daraufhin glauben, dass meine Lehre einen Riss bekommen habe? Durfte ich mich denn zwar schön, aber doch etwas verbrauchten Satz trösten, keine Regel ohne Ausnahme? Ich durfte es nicht. Ich dachte, grübelte, forschte, die Sache musste ihren Haken haben. Ich fand den Haken. Es war derselbe, an dem Tante Olli aus unbekannten Gründen ihrem Dasein ein Ende gemacht hatte. Wie denn die unbekannten Gründe keine unbekannten Gründe mehr sind, so sagte ich mir, dann sind es bekannte Gründe, und auf bekannten Gründen baut man besser auf als auf unbekannten.
Es galt, meine Erbtantenlehre zu retten. Da durfte keine Mühe gescheut werden, da heiligte der Zweck jedes Mittel. Ich musste den Gründen auf den Grund kommen. Ich brach also mit Hilfe eines Dietrichs nächtlicher Weile in Tante Ollis verflossene Wohnung ein und durchstöberte alles, was noch in ihre Lebzeiten gemahnte. An materiellen Schätzen war mir nichts gelegen. Mein Einbruch hatte ideale Motive. Und so steckte ich nur einen 100-Markschein ein, den ich zufällig unter ihren Brieftaschen fand und der mir für meine weitere Forschung vielleicht von Nutzen sein konnte. Gott sei Dank. Ich konnte ihn als Lohn für meine Bemühungen ungeteilt behalten. Denn ich fand unter den Briefschaften außerdem Folgendes. Erstens, eine Anzeige diesen Inhalts. Als Verlobte empfehlen sich Marianne Liebenstern, Konrad Leo Dachreiter, Rittmeister AD. Zweitens, ein Geburtsschein vom 7. Mai 1800 und, in dem der unverehelichten Olga Weidenbaum die Entbindung von einem Knaben amtlich bestätigt wurde. Drittens, ein Protokoll, in dem festgestellt wird, dass der Oberleutnant Konrad Leo Dachreiter, den am 7. Mai 1800 und der unverehelichen Olga Weidenbaum geborenen Sohn Viktor Eberhard, als von ihm stammend anerkennt und in den fernerhin besagten Sohn für Lebenszeit die Erlaubnis erteilt wird, den Familiennamen seines Vaters zu führen. Ich kann nicht mal lesen. Viertens, etliche Briefe, in denen der Oberleutnant, dann Rittmeister AD, Konrad Leo Dachreiter seiner Geliebten Olli die Ehe verspricht. Fünftens, etliche Briefe meines Freundes, des beneideten Erbneffen Viktor Eberhard Dachreiter, an Fräulein Olga Weidenbaum mit der Überschrift »Liebe Tante Mama«. Aha, dachte ich nur, als ich den Punkt 1 mit Punkt 4 verglich und nach dem Haken schielte, an dem Tante Olli ihrem Leben ein Ende gemacht hatte. Meine Theorie war wieder einmal gerettet. Das war jetzt ein bisschen doof formuliert, ich muss kurz erklären, der hat ja, das ist in der Einleitung, die ich nicht vorgelesen habe, der halt beweisen, dass man nicht niemals ein Erbe von einer Tante bekommt, die reich ist, weil die einfach mal jeden überlebt. Oder wenn sie stirbt, dass man kein Erbe bekommt. Hier hat er ein Erbe bekommen, hat aber dann bewiesen, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht. Wodurch seine Theorie gerettet ist, und das war ihm halt das Wichtigste, dass Tanten nicht einfach so vererben. So. Das ist noch viel. Ich lese, glaube ich, noch Tante Paula und dann quatschen wir noch ein bisschen. Ich muss mal einen Schluck trinken. Tante Paula. Die Hauptperson dieses Kapitels unserer Lehre ist nicht Tante Paula selbst, sondern ihr Pudel Schwarz. Tante Paula hatte nämlich einen Pudel, wie ja etliche Damen, denen das Schicksal einen Ehegatten versagt hatte, häufig in irgendeinem süßen Vieh Tröstung finden. Außer Schwarz, dem Pudel, gab es jedoch noch einen Menschen, dem Tante Paula in zärtlicher Liebe zugetan war. Das war Eduard, ihr Neffe, dem sie ihre Würde als Tante verdankte und der sich dem trügerischen Glauben hingab, Tante Paula sei eine Erbtante. Dass Schwarz und Eduard sich nicht vertrugen, versteht sich in einer Geschichte, in der eine Erbtante, ein Pudel und ein Neffe eine Rolle spielen von selbst. Freilich, wenn Tante Paula dabei war, dann wedelte Schwarz den Eduard scheinheilig an und Eduard nahm aus jeder Tasche ein Stück Zucker und gab es mit liebevollen Worten dem reizenden Tierchen. Trafen sich aber die beiden in Tante Paulas Abwesenheit, dann erdröhnte das Haus von des Köters bösartigem Gebläff und seine Macke schütterndem Geheul, wenn ein Fußtritt Eduards ihn an die Schnauze getroffen hatte. Gingen alle drei miteinander spazieren, so ging Tante Paula, die sich bei einer erstaunlichen Schlankheit, einer märchenhaften Länge erfreute, in der Mitte. Zu ihrer Linken ging Eduard, zu ihrer Rechten Schwarz, die sich an der unteren Partie Tante Paulas vorbei hasserfüllten Blicke zuwarfen. Es war der Hass der Eifersucht, den die beiden gegeneinander genährten. Und zwar war Schwarz auf Eduard eifersüchtig,
weil sich durch jedes Stückchen Zucker, das Eduard in seinen Kaffee warf, benachteiligt fühlte. Und weil er jeden zärtlichen Blick seiner Herrin, der Eduard traf, als ihm zugehörig betrachtete. Eduard aber blickte weiter in die Zukunft. Er wusste, dass er zwar der einzige Leibeserbe Tante Paulas war, er sah aber ein, dass ihre Liebe zu dem Pudel noch weit größer war als sie zu ihm und dass die gute Tante daher nicht eher die Augen schließen würde, als bis auch den Hund zeitlebens versorgt wüsste. Ja, er fürchtete sogar, dass das Legat, das sie für die Pension Schwarzens aussetzen würde, noch bedeutender sein würde, als das für ihn bestimmte. Eduard kalkulierte, dass diesem Fürchterlichen nur dadurch vorgebeugt werden könne, dass der Hund vor Tante Paula das Zeitliche segnete. Da aber das Tier noch gesund und rüstig, die Tante dagegen schon runzlig war und bedenklich hüstete, war es wünschenswert, den Köter baldmöglichst unschädlich zu wissen. So reifte in Eduard ein schwarzer Plan. Der tägliche Spaziergang Tante Paulas und ihrer beiden Getreuen führte sie über einen Steg, der ein tiefes Gewässer überbrückte. Hier sollte das Furchtbare vor sich hingehen. Es war ein Sonntagnachmittag. Die Sonne spielte mit den Wellen des Bächleins, über den erwähnter Steg führte, Versteck, in dem sie sich bald hinter den Wolken verkroch, bald hervorkam und alles so rundum in überquellender Zärtlichkeit zu küssen. Kurz, es war eine Stimmung, die ich schildern könnte, wenn ich erstens die Begabung eines Lyrikers und zweitens die Zeit eines Rentiers besäße. Dabei das nicht der Fall ist, begnüge ich mich mitzuteilen, dass in diese Stimmung Tante Paula mit den beiden Herzensfreunden würdig gemessenen Schrittes hineintrat. Eduard gab seiner Freude über das wunderliche Wetter und die schöne Gegend in übersprudelnder Lebendigkeit Ausdruck. Er wies die gerührte Tante auf die grünen Abhänge hin, die steil ins Wasser hinabliefen, und zeigte ihr eine Stelle, wo eine große Menge Vergissmeinnicht leicht erreichbar blühten. Tante Paula flog mit entzücktem Aufschrei darauf zu, ein Stäuslein zu pflücken. Darauf aber hatte der hinterlistige Erbe gewartet. Er versetzte dem Pudel, der bis dahin teilnahmslos nebenher getrottet war und sich die Zeit mit Fliegenschnappen anmutig vertrieben hatte, hinter Paulas Rücken einen Fußtritt in die Flanke, das Schwarz laut aufquiekend ins Wasser stürzte. Beinahe wäre Tante Paula vor Schreck dasselbe passiert. Sie vermied es aber und warf sich lieber dem ungetreuen Eduard zu Füßen, den sie schluchzend anflehte, das arme Vieh zu retten, das heulend herumschwamm und vergebens versuchte, die steile Böschung hinaufzuklettern. Eduard hielt der unglücklichen Tante einen langatmigen Vortrag, in dem er ihr klarzumachen suchte, dass die Rettung des Hundes nur mit eigener Lebensgefahr vollzogen werden könne. Aber Tante Paula hörte nur das Jammergeheul Schwarzens und beschwor ihn nur immer heftiger, das gute Tierchen nicht ertrinken zu lassen. Umsonst. Da zog sie andere Seiten auf. Sie befahl, und als das noch nicht half, schrie sie in grimmig: »So in dir habe ich dich, Herzloser!« Das half. Eduard dachte an Schillers Taucher und war mit einem grünen Satz im Wasser. Er schwamm auf den Hund los, und als er ihn eben beim Halsband gefasst hatte, nicht um ihn aus dem Wasser zu ziehen, sondern um ihn ins Maul so lange unterzutauchen, bis die Luft wegbliebe, da schnappte Schwarz zu, biss sie ihm tief in die Hand und rettete sich selbst durch einen kühnen Satz hinauf zu Tante Paula, die in ihrer maßlosen Freude, ihr Hündchen wieder zu haben, nicht bemerkte, wie Neffe Eduard inzwischen verblutete und ertrank. Als man ihr später die Leiche ins Haus brachte, ließ sie gerührt einen Leichenstein meißeln mit der Aufschrift: »Dem tapferen Retter meines geliebten Hündchens, der sich mir und meinem Pudel zuliebe aufopferte. In Dankbarkeit, Tante Paula.« Schwarz aber ward Universalerbe. Und als er starb, ward aus Tante Paulas Vermögen eine Eduard-Schwarz-Stiftung zur Rettung Schiffbrüchiger. Guter Pippi. Ja. So, ich mach mal. Auf Dauer wird mir die Musik echt zu anstrengend.
Wir wären jetzt bei Tante Kuh. Wobei, wir sollten eigentlich nicht mit so einem Hundemörder enden. Oder einem Versuch, Hunde zu ermorden. Vielleicht lese ich noch Tante Kuh, ich weiß nicht. Auf jeden Fall kann ich euch eine ganz tolle Nachricht erzählen. Für alle, die es interessiert. Und zwar werden wir wahrscheinlich bald umziehen. Gott sei Dank. Wir haben jetzt ewig lang gesucht und wir haben, was sehr witzig ist, eine Wohnung gefunden, die 100 Meter von Archis Arbeit entfernt ist. Das ist ziemlich gut, dass Archi dann also einen einminütigen Fußweg hat. Das, wenn wir die Wohnung kriegen, mal schauen. Wenn es soweit sein sollte, ist natürlich jetzt eine schlechte Nachricht für euch, wird es vermutlich so 1, 2, 3 Wochen lang keine Streams geben, weil wir ja umziehen und weil wir nicht sagen können, ob die Internetübergabe so problemlos erfolgt, wie gehofft. Aber wenn alles klappt, das ist ganz toll. Wir haben überlegt, wir wollen irgendwann mal ein schönes Häuschen haben, aber es gibt gerade gar nichts und ich als Künstlerin und Selbstständige bin sowieso nicht kreditwürdig. Also haben wir gesagt, wir lassen das erstmal und Hausmieten braucht man nicht hier in der Stadt, das ist nicht bezahlbar. Draußen auf den Dörfern gibt es was, aber es ist halt draußen auf dem Dorf und meine Freunde sind hier und alles ist hier. Und dann kann ich Archie auch nicht mehr von der Arbeit abholen. Aber so kann ich ihn jetzt von der Arbeit abholen. Und ja, das ist natürlich ziemlich cool. Das würde für uns auch jetzt nicht mehr Freizeit oder so bedeuten. Weil wir jetzt die nächste gute Nachricht in Tagesmutti gefunden haben. Aber da muss Levi ja immer hingebracht werden. Und das ist ein weiter Weg. Also im Grunde ist jetzt nicht so viel Zeit eingespart, aber es ist auf jeden Fall erstmal alles so gut, wie es gerade ist. Ich sag mal, Hauptsache ihr kommt aus der Wohnung raus, sagt Green Mousy. Ja, das stimmt. Ich meine, jetzt ist ja erstmal kein Frost mehr und es gibt auch nicht irgendwie... Es sieht nicht so aus, als ob der Schimmel zurückkommen würde, aber wir wissen, dass in der Wohnung Schimmel ist. Auch wenn wir alles entfernt haben, in Wänden lauert der Schrecken. Das war echt meine absolute Lieblingswohnung. Ich liebe diese Wohnung. Ich hatte immer mal sehr außergewöhnliche Wohnungen. Bis ich mit Archie zusammengekommen bin, habe ich, glaube ich, 6 oder 7 Jahre in einer Maisonette-Wohnung gewohnt. Das war echt toll. Also 2 Etagen. Von oben konnte man auf den unteren Teil drauf gucken. War geil. Und die Wohnung ist halt auch extrem krass, weil sie so total verwinkelt ist. Aber ich sag euch, dieser Wohnung ist auch irgendwas unheimlich. Die ganze Zeit. Aber es hätte ich erst erzählen, wenn wir hier rausgezogen sind. Gott. Niki sagt, Schimmel ist Schimmel, ich weiß. Und hätten wir jetzt kein Baby, hätte ich gesagt, wir haben ihn jetzt entfernt und wir beobachten das und bleiben erstmal noch länger hier. Aber wir haben ein Baby und deswegen werden wir da nicht mit uns verhandeln lassen. Und jetzt werden wir erstmal die Wohnung kontaktieren und gucken, ob wir da rein können. Das ist ja einfach perfekt. Ja, Umzug in die gleiche Stadt. Mit dem Auto sind das 10, 15 Minuten. Naja, 5 Minuten, wenn jetzt alle Ampeln grün wären. Das ist eigentlich perfekt. Und dann halt wirklich zu Fuß einmal auf die andere Straßenseite, da arbeitet Archi. Dr. Igor sagt, wir warten einfach geduldig auf dich. Danke, das war lieb. Also für alle, die dann, es dauert natürlich jetzt noch, bestimmt ein paar Wochen, aber die dann updated bleiben wollen, folgt mir auf Instagram, denn da erfahrt ihr jeden Tag etwas. Hallo, Mr. Milligram. Bist du etwa jetzt erst gekommen? Dankeschön, Niki. Wisst ihr was? Wir lesen noch Tante Kuh. Einfach, weil der erste Satz so interessant klingt, dass ich denke... Da draußen geht die Welt unter. Das ist schon interessant ist. Und dann können wir ja mal ganz kurz nochmal darüber sprechen, wie euch das gefallen hat und so. Ja, nur für dich, damit du auch mal was von den Tanten hast. Also, wir sind das Alphabet schon durchgeerbt und jetzt kommt das Q. Tante Q. Punkt. Das ist interessant. Vielleicht ist ihm einfach kein Name mit Q eingefallen.
Deswegen hat er einfach nur Q Punkt geschrieben. Quadeline. Nein, mir fällt auch kein Name mit Q ein. Tante Q. Ich habe meine Tante geschlachtet. Meine Tante war alt und schwach. Ich hatte bei ihr übernachtet und grub in Kisten Kasten nach. Frank Wedekind wird es mir verzeihen, wenn ich ihm vorgreife, um die Geschichte der geschlachteten Tante etwas näher beleuchte. Sie gehört aber unbedingt zu unserer Tantologie, da auch sie wieder dartut, wie man sich in Erbtanten verrechnen kann. Um indes nicht so indiskret zu sein, will ich die Heldin dieser Geschichte Tante Q nennen. Einmal, weil das so gerade in unser Alphabet passt, dann auch, weil Q der einzige Buchstabe ist, zu dem der liebe Gott keinen Frauennamen geschaffen hat und der somit Unbefugtes sich getroffen fühlen ausschließt. Aha, da haben wir die Antwort. Tante Q war also eine Dame, die seit 45 Jahren im dritten Stockwerk eines Hauses in Berlin NW? In Nordwest? Gott, bin ich da. In Berlin Nordwest eine Wohnung bevölkerte, die aus zwei Stuben, Küche und Kammer bestand. Morgens um 6 Uhr stand Tante Q auf, vermischte etwas Chicorée mit heißem Wasser, trank dies Gemisch als Kaffee und begab sich an ihre häuslichen Arbeiten. Diese bestanden im Untersuchen, ob alle Türen gut verschlossen waren, im Nachsehen, ob ihr Geld noch unberührt im dritten Fach ihres eisernen Schrankes lag, im Ausfegen jeder Ecke, ob nicht etwa irgendwo ein Kupferpfennig lag. Vor 37 Jahren sollte Tante Kuh einmal einen unter dem Küchentisch gefunden haben. Und im Ausklopfen ihrer Kleider und Möbel, weil niemand wissen konnte, wozu es gut war. Das alles geschah im Negligé, das heißt in Nachtjacke und Unterrock. Darüber hing eine blaue Schürze, die als Taschentuch Verwendung fand. Gegen 11 Uhr zog Tante Kuh sich an. Sie warf sich nämlich über den Unterrock einen schwarzwollenen Überrock und über die Nachtjacke und den darunter gekrümmten Buckel einen roten türkischen Schal, den sie vorn zusteckte. Auf ihr bisschen grünlich gefärbtes Haar stülpte sie einen Strohhut in Kapotteform mit langen, breiten Bändern, den sie unter dem wackelnden Kinn zuband, und in die Hand nahm sie einen mächtigen blauen Regenschirm mit einer sehr großen Holzkrücke und ihr Schlüsselbund. So ging sie Einkäufe machen, versäumte aber niemals, der Portiersfrau beim Fortgehen einzuschärfen, sie möchte um des Himmels willen niemand zu ihr in die Wohnung lassen. Was schon deswegen gar nicht möglich war, weil nicht nur der Entretür, sondern auch jede Stuben- und Kammertür, jeder Schrank und jedes Schubfach mit komplizierten Kunstschlössern versehen war, die Tante Q beim Fortgehen sorgfältig verschloss. Nun hatte Tante Q einen Neffen, den ich mit Rücksicht auf Frank Wedekind nicht näher bezeichnen will. Jedenfalls war dieser Neffe ein armer Luder und der einzige Verwandte der Tante Q. Da Tante Q jedoch keine Neigung kundtat, krank zu werden und zum Sterben nicht die geringsten Anstalten traf, lag doch nichts näher, als dass besagter Neffe sich als Schicksal fühlte, ein Messer kaufte und Tante Q damit abschlachtete, nachdem er bei ihr übernachtet hatte. Letzteres hatte er aber so gemacht. Eines Tages traf er Tante Q, als sie Einkäufe machte. Er bot ihr seinen männlichen Schutz an. Und da Tante Q von ihren leibhaftigen Neffen nichts Böses voraussetzte, bat sie ihn angstvoll und gerührt, ihr seinen Beistand zu leihen. Er ging also mit ihr und er bot sich, in liebevoller Neffentreue, auch die Nacht ihr Beschützer zu sein. Tante Q ging ins Garn. Soll ich nur noch ausführlicher schildern, wie der Mörder sein Opfer massakrierte? Ich fürchte, nervöse Leserinnen könnten sich an der Aufregung Schaden tun und verweise daher hier nur auf Frank Wedekinds bezügliches Gedicht, das man nachlesen kann in seiner Fürstin Rusalka, sowie auch in Bierbaums Brettliedern. Was mir aber noch wesentlicher erscheint, ist, dass der mörderische Neffe in der Kistenkasten außer alten Lumpen nichts als einen Scheck auf 1000 Mark fand. Hier hat Wedekind nämlich dichterisch übertrieben. Als er den Scheck einlösen wollte, stellte er sich erstens heraus, dass er längst verfallen war, und zweitens nahm man den armen Jüngling fest.
Der Staat strich das Geld der Tante Kuh ein. Der Mörder aber wurde auf dem Plötzenseer Gefängnishof hingerichtet. Das ist die Geschichte von der Tante Kuh, die so grausig ist, dass ich sie hiermit schleunigst abschüttle und von der Tante Rosa erzähle, was auch sehr interessant ist. Aber was mit Tante Rosa passiert, das werden wir ein andermal erfahren. Ich weiß nicht, sollen wir vielleicht irgendwann mal einen zweiten Teil dazu machen oder sagt ihr, es reicht. Zu viele alte Menschen, zu wenig Zeit. Ja, Niki, ich liebe die Geige auch, aber ich habe ein bisschen in der Vergangenheit mit der Geige übertrieben. Weswegen manche schon genervt sind. ja, das ist jetzt eine Frage. Sollen wir das machen? Ja, ja. Ja, die Geige ist Kult, ist sie. Ja. Ja, auf jeden Fall. Lieber was anderes, sagt LP Panda. Na, wir machen's. Sollten wir es machen, machen wir es nicht gleich nächste Woche. Lass mir erstmal ein bisschen Zeit verstreichen. Nächste Woche machen wir, wie gesagt, Winter Tales. Wenn ihr noch was einschickt. Meine Stimmen flüsterten mir, es gibt bisher nur 2 Texte. Und das wäre ein sehr kurzer Stream. Darum schickt mir eure 3-seitige Geschichte an stream@katiwinter.de mit dem Rattenkönig. Googelt das Phänomen und dann schreibt was dazu. Irgendwas, was Lustiges, was Trauriges. Human Centipede. Irgendwas. Bitte einen zweiten Teil. Okay. Genau, danke Kitsuna. Vielen Dank dafür. Wir sollten mal einen Command dafür machen. Mit den Vorgaben immer. Das wäre eigentlich ziemlich einfach. Ach so. An wintertales@katiwinter.de. Ja, gut. Ich denke, es kommt trotzdem an. Niki sagt, also einfach mit viel Fantasie eine Geschichte schreiben oder sich an Fakten halten. Denkt ihr was aus? Guck dir das Phänomen Rattenkönig an. Es muss ja nicht mal Ratten beinhalten. Es können auch Menschen sein. Es kann auch aus der Sicht einer Ratte sein. Es kann auch als Delikatesse serviert werden. Irgendwas. Es kann was Lustiges sein, was Gruseliges, was Merkwürdiges. Rattig Centipede. Ja. Bis wann muss man die einschicken? Leider nur noch bis 12. Februar, also bis Mittwoch. Haben wir jetzt schon 2 Wochen lang gesagt, Kinder, schreibt was. Also es wäre schön, wenn da noch was kommt. Ich finde das Thema halt einfach krass. Ich weiß, vielleicht ist es nicht ganz so einfach. Ich denke, es wird schon interessant sein, wenn da Leute was schreiben. Green Mouse sagt, ich bin dabei, was zu schreiben, freue mich. Das ist schön. Achso, vorhin hat noch jemand gefragt, was mit der Märchenburg ist. Also, irgendwie haben sich die Veranstalter nicht mehr gemeldet. Keine Ahnung. Archie hat mit denen Kontakt und es wird wohl auf nächstes Jahr verschoben werden, was sehr traurig ist. Ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut und alles vorbereitet. Und ich bin dann nun jemand, der sehr menschenscheu ist und auch Angst vor öffentlichen Veranstaltungen hat. Und ich habe mich da monatelang mit einem Psychologen, nein, aber ich habe mich echt nackig unter einen Wasserfall mit Eiswasser gestellt, um zu meditieren, mich darauf vorzubereiten, dass ich Menschen treffen werde. Tja, nun kam einfach keine Antwort mehr, was sehr enttäuschend ist. Aber es ist eine große Veranstaltung, es sind viele Künstler da, die alle unter einen Hut gebracht werden müssen. Wahrscheinlich ist er einfach untergegangen und war nicht wichtig genug. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist sehr traurig. Aber wir machen bestimmt, können eigentlich auch irgendwann mal ein Fantreffen machen oder so. Fantreffen beim Umzug. Nein, Spaß. So, okay. Nächste Woche, der Plan. Nächste Woche, Mittwoch, Stream Archi. Freitag streame ich. Mal gucken, was wir machen. Auf jeden Fall wird es was Unheimliches oder Mysteriöses werden. Und nächste Woche Sonntag sind Winter Tales und ich hoffe, ihr erscheint dann alle. Und
ja, leistet mir Gesellschaft, dass ich nicht ganz alleine bin. Und jetzt würde ich sagen, ach so, oh Mann, ich habe schon wieder vergessen. Toll, ich muss mir das angewöhnen. Meine Abschlussworte schon mit der Outro-Musik begleiten zu lassen. Irgendwann kriege ich es hin. Irgendwann werde ich daran denken. Dr. Igor, vielen Dank. Es war dem inneren Einhorn eine Freude. Ich muss mal die Schriftgröße hier ändern. Alles. Ah, zum nächsten Mal ist das gefixt. Erstmal vielen Dank dafür. Dankeschön. Wer übrigens sein Twitch Prime-Abo noch nicht vergeben hat und all den Streamern hier anguckt, kann es sehr, sehr, sehr gern mir geben. Für euch ist das kostenlos. Also ihr bezahlt gar nichts. Wenn ihr Twitch Prime habt, dann könnt ihr mich hier quasi subben. Und dann kommt mir das zugute. Also für euch entstehen gar keine Kosten. Und wenn ihr sagt, ihr unterstützt noch keinen anderen Streamer und wollt mich unterstützen, dann könnt ihr es machen. Das ist noch keine Verpflichtung oder irgendwas dabei ist. Also einfach ganz easy peasy. Einfach auf Abonnieren drücken. Ja. So, dann wünsche ich euch heute jetzt erstmal einen schönen Abend noch. Lasst euch nicht wegwehen und lasst keine Fenster nachts auf. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Es war sehr schön. Jetzt noch die Herzinlaola-Welle. Vergesst nicht die Herzinlaola-Welle. Und dann, bis dann.